So, wunderbar. Dann sind wir jetzt online und scharf sozusagen dabei. Ich begrüße euch, liebe Leute, ganz herzlich heute hier zum 18. September, hier zum, in Anführungszeichen, schon Sommerausklang. Der Martin schreibt gerade bald Eiszeit, Leute. Ja, die Jahreszeit kühlt sich ab und es kühlt sich auch weltweit das Zinsniveau ab. Und darum soll es heute gehen bei unserem JFD Live-Event. Ihr wisst Bescheid, Leute. Jetzt muss ich direkt nochmal die Bildschirmpräsentation hier ein Stück weit upgraden. Aber genau das ist es. Heute Trading Dow Jones zur FED-Sitzung. Ich freue mich, dass Andreas Müller, ich habe mir übrigens erlaubt, Andreas, dich da auf der Linken mal kurz darzustellen, dass heute Andreas hier am Start ist mit uns, der Bernecker 1977 mit seinem Know-how. Du bläst den Dollar heute mal gescheit auf, sozusagen. Na, solange du nur der an Moderation hinsichtlich des Dollars machst und nicht wieder Witze über mein schütterndes Haupthaar, bin ich sehr zufrieden mit dir, mein lieber Chris. Hallo. Wegen dem schütternden Haupt, da habe ich jetzt gerade gedacht, da lege ich mal schöne Theo Weigel Augenbrauen diesmal auf hier beim Kollegen. Ja, also insofern alles wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall, dass hier sozusagen der, oh, was sehe ich denn da jetzt? Keine weiteren Teilnehmer zugelassen. Bums, bums, bums. Jetzt knallt hier aber rein. Moment, Moment, Moment. Jetzt wundere ich mich, dass hier der Zugang offenbar der falsche ist. Das ist ja crazy stuff. Also heute absolut begrenzte Veranstaltung, so wie ich das sehe, liebe Leute. Das ist natürlich wirklich ein Desaster. So wie man scheint, haben wir heute das Auditorium gewählt, was, sage ich mal, dreistellig im Start oder am Start ist. Und die Teilnehmer, die jetzt praktisch zu spät kommen, die finden keinen Platz mehr. Das ist jetzt bitterlich. Können wir aber momentan auch nicht ändern. Da wird man dann die Aufzeichnung über den Ether schicken. Also wir haben im Prinzip, wie gesagt, 500 Teilnehmer. Das ist aber jetzt hier limitiert. Und jetzt klopft es hier an, keine weiteren Teilnehmer zugelassen. Das ist natürlich crazy stuff. Aber dann hat wohl der Stefan den großen Raum erwischt, von dem ich eingangs sprach. Also nicht hier online, sondern eben im Vorfeld des Soundchecks. Aber soll uns jetzt an der Stelle nicht stören. Wer den Raum verlässt, der macht sozusagen Platz für den, der draußen steht. An der Stelle soll uns das jetzt hier nicht in Panik verleiten. Wir zeichnen das Webinar ja auch auf und jeder Teilnehmer von denen, die jetzt hier eh live zugegen sind, bekommen dann sozusagen eh die Aufzeichnung. Und die, die nicht dran teilnehmen können, umso mehr, umso größer ist die Spannung dann, die Aufzeichnung zu erhalten. Da bist du sicherlich an meiner Seite, Andreas, oder? Also das fühlt sich ein bisschen an wie früher, als wir noch jung waren und in den Clubs rein, in die Clubs rein wollten, weil da mussten wir auch manchmal warten, bis ein, zwei nach Hause gingen, ehe die nächsten zwei rein durften. Ah, in deiner Berliner Metropole ist das tatsächlich. Ich kann mich erinnern an die 90er Zeiten, wo ich da auch, sag ich mal, nördlich hin und wieder mal am Start war. Und in der Tat, die Clubs ja heute auch noch überfüllt, so wie ich das weiß. Aber das ist, hat sich ja, sag ich mal, im Laufe der letzten Jahrzehnte auch nicht geändert. Da müssen wir tatsächlich warten und uns hier sozusagen, oder diejenigen, die jetzt noch vor der Tür stehen müssen, warten, bis dann wieder ein Plätzchen frei wird. Soll aber uns, wie gesagt, nicht erschüttern. Das bringt uns nicht ab. Insofern eigentlich ziemlich cool, dass das Haus so rockt und dass es so voll ist. Ich kriege hier dauernd eine Anzeige, keine weiteren Teilnehmer zugelassen. Also wenn ich den Switch dann rumreiße an dich, muss ich mal sehen, Andreas, ob du die Meldung dann auch bekommst. Insofern lass dich da nicht beeindrucken. Denn wie gesagt, heute soll es ja hier ums Live-Trading gehen, insofern back to basic, weil in knapp in 6 Minuten werden wir erfahren, was die US-Notenbank sozusagen treibt. Im Kontext dessen, ihr seht das ja oben, Live-Trading Dow Jones. Andreas wird sicherlich noch was zu sich sagen. Mich dürft ihr soweit auch kennen. Ich freue mich auf jeden Fall über die Teilnehmer, die hier sozusagen schon seit längerem zugegen sind und uns auch wieder beehren. Wir hatten ja im Juli den letzten Live-Event, jetzt im September, und Andreas beglückt uns hier mit seinem Können. Das letzte Mal auch wieder wirklich crazy Trades. Wir werden mal sehen, was da heute abgeht. Aber de facto, und das ist natürlich hier Compliance, liebe Leute, ihr wisst es, dass ihr auf eigenes Risiko handelt, beziehungsweise generell handelt und dass hier keine Handelsempfehlungen sind. Hier geht es um Education, Aufklärung, natürlich auch ein Stück weit Marketing. Und am Ende des Tages, ihr seht es, mit JFD sind wir hier ein Marktzugang, den ihr auch durchaus ja wahrnehmen solltet, wenn ihr an den Märkten agiert, ob jetzt Dow Jones, Euro-Dollar, Gold, echte Aktien, Kryptos, egal, das Multi-Asset-Universum bieten wir euch. Deswegen schaut es auch gern hier auf dieser Seite vorbei, unserer Startseite, hier eben 1500 Instrumente, Tendenz steigend in 8 Anlageklassen und das geht so weiter. Wie gesagt, Zinsen fallen, darum soll es heute gehen. Die US-Notenbank wird ja wahrscheinlich, das ist jetzt hier die Expertenmeinung, den Zins auch heute nochmal senken. Das war ja nicht ganz so klar im Juli zwar, dass es da einen Zinszyklus
Wechsel gab. Ja, das haben wir ja bislang erst dreimal erlebt, dass die Notenbank sozusagen von steigenden auf fallende Zinsen wechselt oder eben von fallenden auf steigenden. Das ist also ja wirklich nichts, was man alljährlich erlebt und das ist wirklich historisch gewesen im Juli. Aber dass es jetzt hier gleich im September die nächste Zinssenkung gibt, das war noch nicht ganz klar im Juli. Heute wird es erwartet. Wir werden mal sehen, was passiert. Insbesondere dessen, dass wenn die Entscheidung jetzt durch ist, 20 Uhr, gibt es ja 20:30 Uhr auch die Pressekonferenz. Und da dürfte es weitergehen. Also wir sind gute, Andreas, stimme zu, vielleicht 60 Minuten hier online, vielleicht auch wieder anderthalb Stunden. Das müssen wir einfach mal sehen, was der Markt hergibt. Aber jetzt werde ich den Andreas erstmal zum Organisator ernennen und auf die Bühne holen sozusagen und wieder ein Plätzchen freimachen für die Teilnehmer, die vor der Tür warten. Das ist echt crazy heute, aber so ist es nun mal. Moment. Richtig crazy wäre ja noch, wenn ich hier reinkrätsche Oh. lässt und nicht mehr reinkommst. Achso. Na du erst wieder, du Scherzkeks. Siehst du das Bild? Ja, jetzt hat er's. Liebe Leute, jetzt seht ihr hoffentlich auch das Bild vom Andreas. Bin mir sicher, weil ich sehe den Screenshot. Du hast schon wieder deine Range eingezeichnet. Du wartest auf den Ausbruch. Das sieht schon wieder sehr, sehr gut aus beim Dow. Perfekt. Danke für das Feedback, liebe Leute. Bernd, du bist auch da. Markus, du klebst wahrscheinlich an der Tastatur. Du bist hier einer der schnellsten, der hier in die Tasten haut. Also insofern, merci, merci, merci. Wir wollen loslegen. Ich halte mich hier weitestgehend zurück. Wenn ihr Fragen habt, liebe Leute, stellt die in den Chat. Ich transportiere die gern an Andreas. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich da gar nicht mehr so viel Zeit verschwenden. Andreas, die Bühne ist dir. Ach, sehr gerne, Chris. Es macht mir immer wieder Freude, mit dir in den Austausch zu treten. Ich denke, es ist auch für die Teilnehmer immer wieder unterhaltsam gewesen, wenn wir ein wenig in der Vergangenheit schwelgen, Erinnerungen auspacken, zu unseren Erfahrungen hinzumischen. Und genau dieser Mix macht es ja aus, wie du eingangs schon sagtest, Live-Trading und Education. Es geht hier nicht darum, im Grunde genommen, mir nur auf die Finger zu schauen, was ich mache. Also ich bin nicht irgendwie noch parallel von Vox oder RTL 2 gesponsert, um hier zu unterhalten, sondern wir wollen alle was mitnehmen. Wir wollen gemeinsam an den Märkten aktiv sein. Und es wäre natürlich schön, wenn man auch gemeinsam am Markt Geld verdient. Ja, also das Geld fehlt dann jemand anderen. Es wird nur umverteilt letzten Endes. Aber da sollte man als Trader relativ egoistisch sein und nicht daran denken, wem es dann in der Kasse fehlt, den lieben Kollegen, dem Forenkollegen, vielleicht mit dem man den halben Tag chattet. Mal liegt man vorne, mal liegt man hinten. In Summe sollte man aber vorne liegen. Ansonsten ist das Ganze mehr als ein Hobby zu betrachten. Diese Sichtweise ist auch so ein bisschen mein Einstieg heute. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Das heißt, die Erwartungshaltung ist extrem wichtig für das Trading. Warum traden wir alle? Also bleibt es ein Hobby? Ist es letzten Endes dazu da, um Amüsement in den Alltag zu bringen, um vielleicht ein bisschen Nervenkitzel zu schüren? Oder wollen wir letzten Endes nicht nur Adrenalin durch den Körper fluten lassen, sondern auch Geld in die Brieftasche und vielleicht auf einer höheren Stufe dann uns Freiheiten erarbeiten, Freiheiten erkaufen, indem man zum Beispiel ortsunabhängig an den Märkten traden kann, indem man zum Beispiel auch zeitunabhängig, also in Abhängigkeit natürlich der Börsenbewegung, aber man ist nicht auf 8 Stunden am Tag vor dem Monitor sitzend angewiesen, wie vielleicht in einem Angestelltenverhältnis. All diese Dinge und vielleicht auch später das Ganze auf einzelne Tage fokussieren, dass man sagt, die 2 Tage vor der FED-Sitzung oder vor der EZB-Sitzung passiert eh wenig am Markt oder vor einem Verfallstag. Also sollte man sich hier vielleicht zurückhalten, im Leben etwas anderes tun und. Also diese Dinge sollte man für sich erstmal glattstellen oder klarstellen. Und genau das habe ich für mich schon getan. Vielleicht haben Sie mich schon einmal gesehen auf einem der Events, World of Trading, IB Days, Traders Race, Börsenheld und so weiter. Ich kann gerne zu meiner Person nochmal 2, 3 Dinge lauten lassen, habe dabei aber immer den Blick auf den Charts, die ich mal ganz kurz erläutere. Heute habe ich auch den MetaTrader so groß gezogen, dass es keinen Rand mehr gibt für die Teilnehmer. Rechts unten die stärkste Bewegung, die man aktuell sieht, ist im Goldpreis. Der Goldpreis ist von eben 1511 US-Dollar auf 1497 mal ganz kurz zusammengefaltet worden, kommt jetzt wieder nach oben, da wir hier rechts im Nasdaq
eine ähnliche Bewegung sehen, aber nach oben, als der Goldpreis nach unten geht, kann man an der Uhrzeit ablesen, dass es jetzt 20 Uhr ist und dass die Entscheidung quasi über den Ether scrollte. Und wir werden das gleich in den ganzen News-Systemen lesen, was passiert ist. Beziehungsweise Chris ist ja schon richtig mit dem Ohr, denke ich, dran. Die Fed hat nach meinen Informationen um 0,25 gesenkt und damit quasi nicht auf ihren Präsidenten, auf Donald Trump gehört, der neulich verlauten ließ nach der EZB-Sitzung, dass die Fed durchaus sich das als Vorbild nehmen könnte und ruhig auf null oder tiefer senken sollte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also so sinngemäß waren seine Worte. Ich suche den Tweet nachher gerne nochmal raus. Die geringste Bewegung war im DAX zu sehen. Das ist dieser Chart. Hier ging es nicht ganz an die Tageshoch, auf die gehe ich nachher nochmal ein. Die habe ich nochmal spezifiziert in einem anderen Chartbild. Und jetzt kommt quasi die zweite Bewegung. Also auf den Sonnenschein folgt die Regendusche. Ich habe das Ganze auch den Euro-US-Dollar und den Dow Jones, um es abzurunden. Diese fünf Charts schaue ich mir vorrangig an und habe hier nicht etwa eine Range eingezeichnet, sondern quasi automatisiert einen Indikator vorliegen, der mir die Tagestiefs und die Tageshochs skizziert und da eine horizontale Linie für mich sichtbar macht. Und man sieht sofort, der Dow Jones ist jetzt auf dem Tagestief, was wir schon einmal heute kurz erreicht haben, beziehungsweise gestern. Das gestrige Tagestief ist kurz darunter gezogen und der Nasdaq, den ich jetzt noch einmal in kurzfristigeren Zeitrahmen umschalte, schickt sich auch an, hier die Tiefs des Vortages anzusteuern. Das sind interessante Marken. Das ist quasi eine Vorbereitung für mich, dass ich mir diese Marken einmal näher anschaue, um dann entsprechend interagieren zu können. Die Meldung ist raus. In der ersten Kerze, wie beim letzten Fed-Event, handle ich erst einmal nicht und warte, bis der Markt sich so ein bisschen einschaukelt, bis quasi die ersten Orders, die oftmals im Affekt, oftmals auch emotionsgetrieben und teilweise auch getrieben von automatisierten Handelssystemen, die eben an bestimmten Schwellen positioniert sind, bis die abgearbeitet wurden. Und die eigentliche Marktrichtung wird sich dann in der Regel erst später herausstellen. Also die erste Kerze muss man nicht als Trader nehmen. Das ist, ich möchte nicht sagen, Glücksfall. Das wäre vielleicht zu hart formuliert, aber die Wahrscheinlichkeit auf seine Seite zu bringen in der ersten Kerze ist schon enorm schwierig. Und das mute ich mir nicht zu. Das muss man sich auch nicht zumuten, außer man sucht nach Adrenalin. Hier kann man quasi die Korrelation schön beobachten und sich vorbereiten für den ersten Trade, der dann einige Minuten später folgen kann. Um diesen Trade einzugehen, markiere ich mir hier immer verschiedene Marken, an denen der Dow Jones in diesem Fall vor der Zinsentscheidung war. Hier das Tagestief ist automatisiert schon quasi eingezeichnet worden und das Tageshoch ist auch automatisiert eingezeichnet worden. Insofern kann man sich diese Arbeit sparen und kann hier noch hinzufügen, dass man die Hochs nach Wall Street Eröffnung sich nochmal einzeichnet, die zufälligerweise auch die Hochs dieser Kerze zum Zinsentscheid waren. Also um die 27.092 Punkte ist diese Marke und auf der Unterseite das Vortagestief wurde, wie gesagt, kurz unterschritten. Das wäre für mich also auch ein Bereich, den ich hier noch einmal genauer im Bild einkreise. Der Vorteil, und wer das Tool vielleicht noch nicht kennt, der Vorteil von MetaTrader ist, unter anderem, dass man diese Marken, diese Linien, die man sich hier markiert hat, auch in den untergeordneten und übergeordneten Zeiteinheiten sieht. Das heißt, wenn ich von M15, was für Minute steht, wenn man darüber hovert, sieht man die Einheit auch gleich noch einmal umschalten kann auf den 5-Minuten-Chart. Das ist mein Arbeitschart und hat hier sozusagen diese Marken auch im Bild vorliegen. So, jetzt habe ich schon einmal ganz kurz angedeutet, dass es durchaus Korrelationen gibt. Es gibt Korrelationen zwischen Goldpreis und Aktienmarkt, zumindest auf der kurzfristigen Ebene. Und da haben wir gesehen, dass als der Goldpreis nach oben floppte, der Dow erstmal nach unten ging. Und jetzt, wo der Goldpreis wieder nachgibt und sich Richtung 1.500 US-Dollar orientiert, der Aktienmarkt in diesem Moment wieder nach oben geht. Wenn man das in derselben Zeiteinheit darstellt, wird es nochmal eine Ecke deutlicher. Dem sollte man natürlich nicht blind vertrauen oder blind hinterher springen, aber es ist immer wieder eine gute Orientierung,
was am Markt möglich ist und wie die Marktteilnehmer sich verhalten. Auch hier markiere ich den Bereich entsprechend, um einen Anhaltspunkt zu bekommen für künftige Trades, Goldpreis. Dasselbe vollziehe ich dann auch im Nasdaq, also im US Tech, wie es bei JFD heißt. Auch hier wird es quasi eingezogen und auf der Oberseite entscheide ich mich nicht für eine horizontale Linie, sondern mir fällt gleich auf, dass die Hochpunkte in einer Trendbewegung verliefen seit dem 17. abends, also quasi seit gestern. Und daher zeichne ich einen Abwärtstrend ein. Dasselbe könnte man auch hier beim Dow Jones machen. Wenn man sich diese Spitze zu Hilfe nimmt, hat man hier auch eine relativ genaue Linie, die mit diesem kleinen Ausbruch auf der Seite natürlich verletzt wurde. Aber das ist dem geschuldet, dass, wie gesagt, die ersten Minuten immer wieder nach einer Zinssatzentscheidung von Emotionen und von kurzfristigen Orders, Stop-Loss-Auslösungen und so weiter getrieben sind. Also der Markt muss sich erstmal ein wenig einpendeln. Und meine Prognose wäre, und das kann man sich dann auch sehr, sehr schön einzeichnen im MetaTrader, wenn es dann über diese Markierung geht. Ich ziehe das noch ein Stück. Hier haben wir ihn. Na, komm, komm, komm. So, es wird deutlicher. So, dass wenn wir über die Tageshoch 27.092 tendieren, dass man beziehungsweise diese Begrenzungslinie, dass wir zum Tageshoch noch einmal durchmarschieren und auf der unteren Seite markiere ich mir auch so einen kleinen Pfeil, dass wenn man auf der Unterseite noch einmal die Vortagestiefs brechen, vielleicht im Zusammenhang mit dem bisherigen Tagestief, dass hier noch einmal richtig Schwung in den Markt hineinkommen könnte. Das Ganze kann man auch kontra sehen. Also man könnte jetzt hier sagen, man geht an dieser Stelle short und das ist genau ein Szenario, wo ich den ersten Trade absolvieren würde. Also das heißt, in diesem oberen Bereich würde ich jetzt hier einmal auf fallende Kurse spekulieren. Und aus Risikogesichtspunkten sollte man hier immer auf einen Stopp achten, den entweder mit in das System hineingeben oder quasi ihn sofort danach einstellen über diesen einfachen Weg. Das kann man dann noch einmal feinjustieren, indem man an dieser Linie hier entsprechend nach oben und nach unten mit der Maus verfährt. Und da hier alle auf die Pressekonferenz warten, kann man hier natürlich nicht von Riesenbewegungen im Vorfeld ausgehen und setzt entsprechend auch einen Take-Profit in den Markt, den ich hier bei die letzten kleinen Verlaufshoch und die Verlaufstiefs, die in der Nacht entstanden sind und im Laufe des Vormittags setze. Das heißt, es ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von nahezu 1 zu 1. Kann man machen, sollte man nur tun, wenn man quasi vorher so recherchiert hat, dass man der Meinung ist, es lohnt sich über die Trefferquote langfristig dieses Chance-Risiko-Verhältnis zu fahren. Ansonsten sollte man natürlich immer die Chance höher gewichten als das Risiko. Der erste Trade ist quasi gelaufen aus dem 5-Minuten-Chart heraus. Ich habe das Ganze in der Historie verzeichnet, was wir uns später noch einmal angucken können in Ruhe. Man hätte natürlich den Stopp auch entsprechend nachziehen können. Hätte, wäre, wenn, Fahrradkette. Da gibt es so einen ähnlichen Slogan, der immer wieder vom Kollegen Heiko Behrendt hier genutzt wird. Das bringt wenig im Nachgang, solche Trades noch einmal während des Handels zu analysieren. Dafür hat man sein Trading-Journal etwas später und kann dann diese Trades noch einmal vor seinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Also man sollte die Energie nach einem Trade eher nutzen, um quasi den nächsten Trade zu analysieren, einzufangen und hier aktiv zu werden am Markt. Die Bewegungstiefs, die wir heute gesehen hatten, sind in diesem Bereich verlaufen, also über der 27.000-Punkte-Marke. Und die 27.000-Punkte-Marke ist natürlich eine psychologische Marke, die wir über mehrere Wochen im August nicht gebreakt hatten, nicht gebrochen hatten. Und als wir darüber hinweg liefen letzte Woche, da gab es einen enormen Kaufschub. Also dort lagen einige Orders und wir sind dort in eine Region wieder vorgedrungen,
wo Investoren einfach zu Aktien griffen. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich bei einer Zinssenkung mehr Kapital an den Märkten vorhanden ist und entsprechend die Marktakteure hier Kapital anlegen möchten, wenn es weniger Zinsen quasi für Staatsanleihen und so weiter gibt am langen Ende und auch am kurzen Ende, wenn es auch zu einer inversen Zinskurve gibt und so weiter, dann sind natürlich Anleger und institutionelle Investoren etwas in Notlage und suchen dann entsprechend andere Anlagevehikel aus. Und das kann der Aktienmarkt zum Beispiel bieten. Also hier gab es gerade die letzten Wochen sehr, sehr attraktive Titel. Es gab auch sehr interessante Präsentationen von Produkten, die immer wieder dafür sprechen oder die auch immer wieder dafür werben, direkt in Aktien zu investieren. Das sind alles Punkte, die man sich hier vor Augen halten muss und die man dann natürlich im Hinterkopf behält, wenn man entsprechend am Markt aktiv ist. Also in welcher Marktphase bewegen wir uns? Was ist möglich und was tut man, um an dieser Marktphase positiv zu partitionieren? Ja, der Goldpreis tendiert immer noch leicht schwächer unter 1000 oder an der 1500 US-Dollar-Marke und der Dow Jones auch. Also diese Korrelation, die wir eingangs gesehen haben, die entkoppelt sich jetzt ein wenig. Jetzt geht der Markt beidseitig, also der Rohstoffmarkt etwas nach unten und der Aktienmarkt auch. Wir erwarten die Pressekonferenz, wie eingangs gesagt, in 18 Minuten, also 20:30 Uhr, werden hier die Mikrofone scharf geschaltet. Und sobald der Goldpreis hier stark anziehen würde, wäre ich geneigt, hier noch einmal short zu gehen und quasi auf einen Bruch des Tagestiefs zu spekulieren. Hier fragt man sich immer, wo die nächsten Ziele liegen. Die hat man dann in den größeren Timeframes quasi sichtbar. Das heißt, wenn diese Linie brechen würde im Stundenchart, wäre für mich dann das nächste Ziel durchaus die 26.860. Also hier haben wir noch einmal Potenzial von 150 Punkten ungefähr. Und wenn das durchbricht, sind wir schon auch nahe an den Tiefs bei 26.730, also Potenzial von 280, 290 Punkten. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und hier bergen sich sozusagen Chancen. Hier werfen sich Chancen auf. Wir nähern uns dem Tief und solange das Tief nicht gebrochen ist, gilt es als Unterstützung. Das heißt, hier wäre ich eher geneigt, noch einmal zuzugreifen. Und wenn das Momentum es zulässt und wir nicht einen totalen Abverkauf erleben, werde ich das hier auch gleich tun mit der Option oder quasi mit dem Szenario, dass der Markt hier nochmal etwas fester wird, bevor die Pressekonferenz beginnt. Wir haben noch etwa 8 Punkte, 6, 7 Punkte bis zu dieser Unterstützungslinie und bis zum Tagestief in der Region. Gehe ich nun in den Markt und setze den Stopp relativ eng auf 26.955 Punkte, damit bei einem Durchbruch, Moment, damit bei einem Durchbruch ich nicht hier in einer dicken roten Kerze ausgestoppt werde. Das Ziel wäre wieder der Bereich, den ich vorhin schon einmal spezifiziert hatte, um 27.000 und 16, 27.000 und 20 Punkte. Auch das 27.000 und 10 gebe ich hier ein, um ein wenig Puffer bei der Volatilität zu haben, gebe ich in das System ein und dann bleibt dem Trader eigentlich nichts anderes als abzuwarten. Zack, ausgestoppt. Das war Zack. sehr schnell. Ein kurzer Trade. Aber nichtsdestotrotz gut, den Stopp hier gehabt zu haben, um nicht quasi im Prinzip Hoffnung vor dem Monitor zu sitzen und quasi zu warten, was macht der Markt, zu beten, wird der Stopp erreicht oder nicht. Also das sind alles keine Szenarien, die man sich als Trader quasi zugrunde legt. Der Blick nebenbei auf den DAX zeigt, dass wir hier noch nicht auf Tagestief sind, also DAX im Sinne von der DAX Future orientierend, der außerbörsliche DAX Index etc. Handel hat schon geschlossen. Und der DAX nimmt das alles, der hat das auch auf der Oberseite ganz locker aufgenommen und wird es auch gerade auf der Unterseite recht locker aufnehmen. Der Euro, US-Dollar, wer auf den schaut, ist wieder auf dem Weg,
die 1,10 sich von unten anzuschauen. Die hatte er ja am Vortag schon einmal touchiert und dann wieder zurückerobert. Und ein starker Dollar, ein schwacher Euro spricht eigentlich auch wiederum dafür, dass wir hier noch einmal in den USA keinen Extremabverkauf erleben sollten. Je nachdem, was der FED-Chef nachher sagt, ich bin etwas verschnupft, falls man es hört, aber das tut hoffentlich der Unterhaltung keinen Abbruch. So, den Trade an der Stelle habe ich long genommen. Man hätte sich auch einstoppen lassen Short. Das ist natürlich immer die Entscheidung eines Traders, ob man dies oder jenes tut. Ich schaue auf der Unterseite, ob hier mit dem Tagestief eine interessante Marke verbunden war. Ja, das letzte Verlaufshoch vom 9. September liegt etwas tiefer. Also das heißt, der Markt hat hier noch Spielraum, um an eine wichtigere Unterstützungslinie zu kommen. Wir sind also so ein bisschen hier mit der 36.920 im luftleeren Raum und der Goldpreis hat sich nicht wesentlich tiefer entwickelt als in der ersten Kerze. Also die erste Kerze ging bis zu diesem Punkt nach der FED-Sitzung und wir sind ganz kurz noch einmal darunter. Es hätte ein oder es könnte ein klassisches Stop-Fishing sein können oder vielleicht ist es das sogar. Das werden wir in 1, 2 Stunden sehen. Ähnlich wie beim Nasdaq. Die Kerze ging darunter und im Dow Jones scheint sich das Ganze auch wieder etwas zu beruhigen. War es Stop-Fishing oder nicht? Tja, wie gesagt, das wissen wir erst später. Ich bin geneigt, hier durchaus nochmal auf eine Erholung nach oben zu spekulieren und schaue, um mir ein genaueres Bild zu machen, auch nochmal auf den Minutenchart. Ja. Verschnupfter Andreas, du hältst weiter die Ja. Stellung. Spannend, spannend, definitiv. Du Natürlich. warst ja vorhin short im ersten Trade, ne? Ich war im ersten Trade short, hatte aber einen Take Profit. Insofern habe ich den Trade nicht bis zu dem neuerlichen Tagestief durchgezogen, sondern meine klare Variable, wie eben auch beim Stop-Loss des zweiten Trades, die klaren Variablen feststanden. Und dann hat man am Ende quasi ein Nullsummenspiel nach 2 Trades. Aber es geht letzten Endes ja hier auch um die Education, wie du anmoderiertest, und nicht nur darum zu schauen, was macht denn der Andreas da Wildes in seinem Depot? Und vielleicht das auch noch als Hinweis mitgegeben. Hier wird live gehandelt, hier wird mit realem Geld quasi jongliert. Und das macht das Ganze natürlich auch für denjenigen, der hier für die Unterhaltung zuständig ist, Ach, entsprechend aufregend. für die Unterhaltung zuständig ist. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch den ernsthaften Charakter natürlich hier. Ich kenne dich ja nun schon seit langem, deine hohe Trade-Frequenz und auch deine Affinität hier in Kerzen teilweise reinzukaufen, oder auch rein zu verkaufen, je nach Bewegung, ist da wirklich grandios. Und das ist ja auch, wie gesagt, nur ein Trade von vielen, die du ablieferst. Und dennoch hat es mich gewundert, dass du praktisch noch nicht mit dem Test des Tagestiefs, sozusagen mit der Bestätigung schon vorher ein Stück weit reingegangen bist. Weil, wie man ja sieht, deine Erwartung war schon beinahe richtig. Es war so wie eine Art Fake-out auf der Südseite. Und deswegen ganz spannend an der Stelle, dass es da eben, sage ich mal, jetzt dann doch zu einem neuen Tief kam, bevor die Erholung kam. Ich erinnere mich, beim letzten Mal hattest du erst so eine leichte Stabilisierung im Minutenchart abgewartet, so wie jetzt praktisch gesehen. Genau, also das letzte Mal bin ich quasi immer in der Ausbruchsrichtung auf eine Stabilisierung wartend in den Markt gegangen. Das heißt, es wäre für mich jetzt, wenn der Rücklauf, der Pullback an diese Linie erfolgt, dass man hier nochmal short geht und darauf spekuliert, dass der Markt quasi weiter im sich anbahnenden Trend nach unten bewegt. Das wäre hier eine gute Option gewesen. Wir sind gar nicht bis hierher gekommen. Bis hierhin gekommen. Also wir haben schon vorher gedreht. Also diese Option war jetzt gar nicht zu diskutieren. Ich schalte das auch einmal in einen kurzfristigeren Zeitrahmen um, damit der Chris hier nicht noch einschläft vor Langeweile oder so, wenn er eine höhere Trade-Frequenz gewöhnt Bitte, ist. bitte. Es Ja. geht ja natürlich hier nicht darum, also das ist auch ganz wichtig an der Stelle. Ich meine, du hast es schon erwähnt, ganz wichtig. Risikomanagement, du setzt auch immer deinen Stopp. Ich finde es übrigens außerordentlich, das kann ich an der Stelle auch nochmal nachschieben. Der Andreas arbeitet hier mit dem klassischen Ordermasken-Tool. Wir haben ja hier bei uns die Add-ons, Plus sozusagen, die machen aus dem MetaTrader 4, den MetaTrader 4 Plus, wo man im Prinzip eben die Ordermaske weitreichend automatisieren kann mit vorgegebenen Levels und dann, wie du ja oben links auch, du hast den One-Click-Button, da kannst du praktisch mit einem Klick Trades absetzen, aber mit diesem Add-on, unserem MetaTrader Terminal, Mini-Terminal in dem Fall heißt das Ding, kannst du auch sozusagen OCO-Orders, du kannst verschiedene Order-Typen machen, du kannst aber im Prinzip auch schon vorprogrammierte
auf die Equity bezogene Order Size einstellen. Also vielerlei Möglichkeiten. Da hat auch Markus Klebe schon, das ist ja unser Markus, von dem wir vorhin auch kurz sprachen, der noch nicht zugegen ist, wenn er da ist und ich sehe ihn im Webinarraum, aber der wird ja wahrscheinlich nicht reinkommen. Der wird irgendwo auf anstelle 200 in der Reihe stehen und hoffen, dass da mal wieder ein Plätzchen frei wird. Aber de facto wird es eben so sein, oder ist es so, dass der Markus das Tool auch erklärt, aber nichtsdestotrotz, du nutzt diese, sage ich mal, alte klassische Ordereingabe und kommst trotzdem zurecht und definierst aber, und darum geht es ja, dein Risiko vorab. Das heißt, du wirfst dich nicht in den Markt, was viele Marktteilnehmer leider falsch machen, gemäß dem Motto, ich gehe jetzt mal hier long und setze jetzt eben keinen Stopp oder einen Risikobegrenzungssetting, sondern ich gehe rein und lasse einfach mal laufen, was passiert. Und viele, die eben da ihr Risiko nicht begrenzen, ja, man muss ehrlicherweise sagen, schrotten ihr Konto buchstäblich. Und insofern ist es eben auch wichtig, egal ob man viel oder wenig tradet, immer mit einem Stop zu arbeiten, und so wie du tradest, und das kenne ich ja nun aus der Vergangenheit, ist schon sehr aggressiv. Wie gesagt, du hast schon geskypt, als ich noch nicht mal das Wort kannte, mit dem Heiko, das hast du ja vorhin auch angesprochen. Also insofern wirklich schon lange, was das angeht, am Markt und aktiv, und deswegen für dich natürlich auch easy, aber für den einen oder anderen sicherlich auch etwas zu schnell. Und natürlich soll das hier auch eine, ja, Vorführung sein, wie du eben intraday den Markt auch siehst. Und das ist ja gerade das Aufregende, auch wenn du leicht verschnupft wirst. Deswegen übrigens, du bist wahrscheinlich hier mit der kurzen Hose unterwegs gewesen in den letzten Tagen fälschlicherweise, oder? Ja, wobei ich am Grill durchaus angenehme Temperaturen hatte, um mich hier auch standesgemäß zu ernähren, wie das Bild vom Eingang hier ja schon skizzierte. Nein, Karikatur alles von gut. dir. Ja, die ist auch ganz gut geworden, dachte ich eigentlich, ne? Ja, hat mir gefallen, hat auf alle Fälle den Tag versüßt. Du Ja, Scherzkeks. was nochmal auf die Ordermaske zu sprechen kommend. Natürlich, es gibt viele Tools wie den Stereo Trader und so weiter, wo man viele Dinge vorab definieren und einstellen kann, dann nur einen Klick und alles ist aktiviert. Aber letzten Endes gehe ich nicht davon aus, dass alle Zuhörer über die neuesten fancy Tools verfügen, sondern ich denke, dass auch einige Teilnehmer hier im Webinar gerade den MetaTrader in seiner klassischen Version nutzen und dass die wahrscheinlich dann sich freuen würden, wenn sie den ganz einfachen Weg sehen. Und den stelle ich halt hier dar und deswegen wollte ich genau das auch Fancy zeigen. Tools. Fancy Tools, das hast du ja schön gesagt. Und in der Tat kann man den MetaTrader mit seinen klassischen Eingabemasken nutzen. Und ich meine, du nutzt es ja sogar im 1-Minuten-Chart. Und wenn man hier klassisches Swing Trading betreibt oder auf der 15er-Minuten-Basis oder eben der Stunde unterwegs ist, hat man ja alle Zeit der Welt, das auch sauber einzupflegen und zu hegen. Aber da gebe ich, wie gesagt, den Tipp, jetzt unabhängig vom Stereo Trader oder anderen Features externer Natur, gibt es ja den MetaTrader Add-ons. Wie gesagt, direkt auf unserer Seite da auch runterladbar. Wer da Probleme hat zu finden, dann einfach auch unseren Support anschreiben und dann kriegt ihr die definitiv zugeschickt und mit einem Klick könnt ihr die automatisch installieren. Aber wie gesagt, ist ja gar nicht notwendig. Es gibt auch viel Schnickschnack am Markt. Genauso, Andreas, wie du ja auch mit einem Monitor theoretisch handelst. Es ist ja auch, sage ich mal, weitläufig, sage ich mal, vertreten, dass der Daytrader ja mindestens mal 4 oder 6 Bildschirme braucht. Siehst du das auch so? Also das Einfachste ist natürlich immer die Fokussierung auf eine bestimmte Sache zu Beginn, wenn man etwas neu erlernt. Also so ist das in der Fahrschule. Man fokussiert sich zuerst auf das Lenkrad, um das Auto irgendwie in der Spur zu halten, hat in der Fahrschule in der Regel auch eine Automatik, damit man nicht noch zwischendurch kuppeln und schalten muss und sollte auch nicht den DJ im Auto spielen. Also das Radio ist in der Regel auch aus bei den ersten Fahrstunden, nachdem man die Theorie überstanden hat. Man fokussiert sich auf die Fahrbahn, auf die Geschwindigkeit und auf die Verkehrszeichen. Da ist man schon sehr, sehr, sehr gut ausgelastet. Und später kann man dann natürlich sich auch mal mit seinen Mitfahrern unterhalten, das Radio anwerfen, vielleicht auch mal einen Ellenbogen ganz schüchtern links aus dem Manta-Fenster raushalten, den Fuchsschwanz kämmen, was auch immer man beim Auto macht. Manche telefonieren sogar, habe ich mal gehört, während der Autofahrt oder checken gar die Kurse, um Ehrlich? Gottes Willen. Alles gibt es natürlich erst Bist du was, verrückt? was man tun kann, wenn man eine gewisse Routine hat und wenn man weiß, dass unser Gehirn 98% aller Vorgänge automatisiert verarbeitet, ja, dann sollte man natürlich versuchen, gerade im Trading ganz viel in den Automatismus hin zu überführen. Also wie beim Treppensteigen, wir nicht mehr nach unten schauen und das Gewicht verlagern oder beim Zähneputzen in den Spiegel schauen und den Arm wissentlich bewegen. Das funktioniert in der Regel ganz alleine.
Dann sollte man beim Trading auch immer dieselben Vorgänge abspulen. Also wenn das Gehirn immer weiß, Order platzieren an dem und dem Punkt, sofort danach den Stopp eingeben, wenn der Stopp gerissen wird, dann nicht traurig sein oder euphorisch sein, wenn es im positiven Take Profit ist, nach der nächsten Chance Ausschau halten und so weiter. Also wenn das alles automatisiert abläuft, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, sein Gehirn mit anderen Dingen quasi zu nutzen. Also man kann sich unterhalten, wie wir dies tun und gleichzeitig auf die Märkte schauen und man kann sich mehrere Märkte anschauen. Aber zu Beginn sollte man, denke ich, mit einem Markt anfangen und mit einem Monitor logischerweise und vielleicht die Zeiteinheiten einfach durchschalten, seine verschiedenen Linien einzeichnen, dort für sich definieren, was tut man, also genau das, was ich hier vorgezeigt habe, was tue ich, was mache ich, wenn eine Linie über- oder unterschritten wird. Und dann das Ganze immer wieder nach demselben Muster umsetzen. Und wenn man das für einen Markt kann, dann kann man das für zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wenn das Auge und der Geist das hergibt, von mir aus auch mit 8 Monitoren. Aber ich habe für mich festgestellt, dass 8 Monitore, also es ist einfach eine Überforderung für mich und es ist nicht gut für das Auge. Das kommt noch hinzu. Also wir alle, die irgendwie einen Telearbeitsplatz haben, wie das so schön neudeutsch bürokratisch heißt, wissen ja, dass das Auge genervt ist von zu viel Monitor schauen, dass ganz viele asiatische Kinder vom vielen Handy schauen schon Brillenträger geworden sind deswegen und dass man 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr auf irgendwelche Monitore wie das Handy oder iPad schauen sollte. Also schon gar nicht im Bett dann noch am Monitor irgendwelche Spielchen. Das ist einfach nicht gut für die Erholung, für den ganzen Körper. Und aus diesem Grunde würde ich niemandem empfehlen, so eine Achter-Monitorwand aufzubauen und den ganzen Tag drauf zu schauen. Man ist abends einfach total fertig und ja, kann sich davor vielleicht mal ein paar Vielmann-Aktien kaufen, weil da wird man ein guter Kunde sein später. Gibt es die überhaupt noch an der Börse, Vielmann? Ich weiß gar nicht mehr. War Na. das nicht wie Douglas, dass die irgendwann runtergenommen wurden? Oder muss ich mal recherchieren? Aber wir haben jetzt noch 3 Minuten bis zur Pressekonferenz, die in der Tat immer mit einem Räuspern beginnt. Früher gab es noch den Aktenkofferindikator bei Alan Greenspan, wo man anhand der Dicke seines Aktenkoffers, wenn er quasi in die Zentralbank lief, am Morgen erahnen konnte, ob er in der Rede oder bei der Zinssenkung hier mit einem großen Hammer auf die Zinsen haut oder ob es eine Nullrunde gibt, also keine Zinsentscheidung, keine Zinssenkung oder Erhöhung. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt fahren alle irgendwie mit gepanzerten Limousinen in die Tiefgarage. Sind alles gar nicht mehr solche die Menschen, die da viel durchblicken lassen. Es ist also oftmals ein Überraschungsakt, was dort in der Pressekonferenz passiert. Natürlich auch abhängig von den Fragen, die die Journalisten stellen, die immer wieder kritisch sind, die auf das aktuelle Wirtschaftsgeschehen abzielen und so weiter. Und wo natürlich der FED-Chef sich entsprechend auch gut und unabhängig verkaufen möchte. Das ist ja auch etwas, was im Statut der FED verankert ist, eine unabhängige Notenbank. Und ich glaube, vor Donald Trump gab es das nicht in der amerikanischen Geschichte, dass so oft ein Präsident versucht, der Notenbank quasi in ihre Hausaufgaben hineinzukrätschen. Da hat Oder ist man dir da schon. was bekannt? Oh, nee, du bist ja jünger als ich. Entschuldigung. Du Scherzkeks. Da Aber muss man den Markus fragen. in der Tat, wir sind 5 Minuten auseinander. Nee, Spaß beiseite. Das ist in der Tat richtig, wobei man auch sagen muss, wer da gestern vielleicht auch recht aufmerksam die Reportage zu BlackRock verfolgt hat, weiß auch, wie der ihr Algorithmus, Aladdin nennt sich das ja, das ist die künstliche Intelligenz von denen, sozusagen von einer Vermögensverwaltung, von der größten Vermögensverwaltung der Welt, hier sogar die Informationen an die US-Notenbank und auch an die EZB liefert. Das ist wirklich sehr spannend gewesen. Da bitte mal ruhig schauen auf Arte, die BlackRock-Reportage des gestrigen Abends. Da gab es auch schon mal vor einigen Jahren eine ähnliche Reportage. Das war gestern sozusagen ein Update und für alle Finanzmarktinteressierten auf jeden Fall interessant, was da sozusagen hinter den Kulissen abbrodelt. Und nichtsdestotrotz, wo die Präsidenten und auch die Notenbankchefs teilweise tatsächlich ihre Informationen herbeziehen, das ist schon sehr fragwürdig. Aber jetzt ist es bei der Pressekonferenz genau so, dass sie natürlich ihren Alleinstellungsmerkmal oder ihre Selbstständigkeit da ein Stück weit beweisen wollen. Aber Mr. Trump natürlich hier, schaut ihr das an, unglaublich. Also das ist schon hart, ja. Das ist ein Land, das ist die Notenbank und der Präsident. Und sowas zu äußern ist schon desaströs. Und ich meine, ich sehe auch gerade noch eine Frage, teilweise, was war das hier vom Reinhold? Warum fallen die Indizes bei Zinssenkungen?
Ja, da kann man jetzt auch viele Theorien abfahren. Natürlich ist die Angst vor einer globalen Rezession da. Übrigens an den Zinsmärkten gab es ja auch in den letzten 3 Tagen auch sehr erratische Bewegungen, ähnlich wie am Ölmarkt. Das heißt, da ist schon viel Unsicherheit drin und ja, das kann man jetzt sehr ausdehnen, das Thema, warum jetzt, wenn die Zinsen fallen, die Aktienmärkte auch nach unten gehen, zumal ja der Dow Jones sie jetzt noch nicht groß crasht, aber wenn wir so über den Globus mal schauen. Wir haben jetzt seit 10 Jahren eine Aktienhoss, eine Liquidität im Markt, die ihresgleichen sucht. Und ja, man muss eben auch sagen, Bubble rechts und links durchaus zugegen. Und ja, die dunklen Wolken sind eben durchaus da. Jetzt will ich mal Andreas gar nicht in seine Aktion hineinreden, weil ich sehe, dass du hier schon ein Stück weit den Buy-Button anvisierst. Ja, der lockt mich eher als der Sell-Button, weil ich natürlich mit dem rechten Auge auch sehe, dass es Druck auf den Goldpreis gibt und ich diese kurzfristige Korrelation ja vorhin schon einmal in den Fokus meines Tradings gerückt habe. Und diese nächsten Tiefs, die wir hier gesehen haben, also dieses Tief und dieses, die lachen gar nicht so weit auseinander. Also es gibt nicht ein Tief und auf einmal kommt eine Stopp-Lawine und 50, 60 Punkte sind weg im Markt, sondern sie sind eher so ein bisschen drunter. Und das veranlasst mich zu der Denkweise, dass wir hier durchaus auch nochmal ein Stück nach oben ploppen können. Und dann würde das, was der Kollege nämlich aus der Theorie oder das, vielleicht ist das zu böse formuliert, Theorie, was er gerade äußerte, dass bei einer Zinssenkung eigentlich erfahrungsgemäß oder aus dem Lehrbuch heraus die Aktienmärkte steigen müssten, weil ja das Geld nach Anlagealternativen sucht. Ich denke, weil du erwähntest, dass es gibt da mehrere Theorien zu. Meine ist einfach, dass natürlich mehr erwartet wurde. Also die 0,25 waren so das Minimum, habe ich das Gefühl, was erwartet wurde am Markt. Es haben ganz viele von 0,5 gesprochen und der Präsident hat ja sogar von richtig, also mehr bis auf 0 oder sogar einen ganzen Punkt mal gefordert. Und das sind eben ist eben der Enttäuschung letzten Endes, wo der Markt sagen könnte oder Marktakteure am Markt sagen könnten, ja, wir haben mehr erwartet, mehr Liquidität, die in die Märkte kommt. Das ist nur so ein kleines Häufchen und das zeigt letzten Endes ja auch an, dass der Zyklus wieder nach unten geht, also dass wir hier Stimulation der Notenbank brauchen und das ist nicht gut für die Wirtschaft und deswegen verkaufen wir lieber ein paar Aktien und das drückt auf die Kurse. Also das ist so meine Theorie. Es war einfach zu wenig, was die Fed geliefert hat, damit der Markt richtig nach oben knallt, auf Deutsch gesagt. Also das ist wie gesagt in der Tat die Überraschungseffekte. Das ist ja immer das, da hatten wir das letzte Mal, glaube ich, thematisiert. Was macht nun die Kurse? Kurse Nachrichten oder Nachrichten Kurse? Also im Prinzip ist es immer wieder die Interpretation auch dessen und natürlich jetzt die Pressekonferenz hat ja gerade erst begonnen. Jetzt geht es auch insbesondere um den Ausblick, weil wie gesagt einkalkuliert war genau das. Es gab jetzt nicht unbedingt die Überraschung, aber Zinssenkung per se und das sehen wir ja weltweit, ob das Australien war, Neuseeland, der Globus, also sagen wir mal die westlich orientierten, wobei das jetzt natürlich Ozeanien östlich gesehen ist, aber ich sag mal, die kapitalistisch orientierten Länder, sagen wir es mal so, die haben natürlich hier dann weltweit den Zinssenkungszyklus schon seit langem laufen. Europa kommen wir ja gar nicht mehr weg vom Fleck. Und die USA oder die, wo noch Zinsen sind, wie eben Ozeanien, also Neuseeland, Australien oder die USA, drücken eben hier auf die Zinsen oder gehen von ihren noch geringen Niveaus tiefer. Und das ist im Prinzip eben alles ein weiteres Monster an Liquidität, was auch sicherlich befruchtend wirkt für die Aktienmärkte. Im Übrigen auch hier interessant, einfach mal drüber nachzudenken, wie sich das mittel- bis langfristig, aber da will ich mich gar nicht heute verlieren, aber im Rahmen der Demografie, im Rahmen der alternden Gesellschaft, wenn die ganzen dann mal alle an ihre Altersersparnisse ran wollen, um richtig zu leben, wird es eh spannend, weil gegenwärtig haben wir einfach viel Bedarf auch, um Alternativen am Markt zu finden. Aktien sind sehr interessant, Dividenden und dergleichen, aber die Aktienrückkaufprogramme sind schon sehr auffällig. Dann mittel- bis langfristig eben hier die Rahmenbedingungen. Aber jetzt gehst du hier schon gleich mal scharf in den Ja. Markt und wie angenommen, leichte Bodenbildung. Genau. Für mich sieht es ein wenig nach einer Bodenbildung aus. Und wenn man sich die fallenden Hochs und fallenden Tiefs anschaut, ist es gut möglich, dass wir hier jetzt rausfluppen, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Und ich setze meinen Stopp unter die, also nicht ganz unter die letzten Tiefs, also nicht ganz auf Tagestief, sondern etwas höher, weil natürlich auch an solchen Stellen, es muss nicht immer so sein, dass es nur 5 Punkte tiefer wieder hoch, 5 Punkte tiefer wieder hoch, sondern es kann durchaus auch zu so einer Abrisskanalisation
markante Abrisskerze kommen, je nachdem, was hier in der Pressekonferenz geschieht. Aber den Trade, den ich eingegangen bin, den lasse ich mal ganz kurz so stehen, um nochmal darauf einzugehen, was du eben sagtest. Also wie viel Geld quasi in die Märkte geschwemmt wird. Und da habe ich EZB einmal eine Prognose, die von Bloomberg-Daten und von eigenen Berechnungen der Welt quasi angestellt worden in der letzten Woche. Und Unglaublich. ich sehe schon mit einem Auge, es wird wohl aufs Tages hinaus abgeholt. Abgeholt, das war zu eng. Okay, in Ruhe die Skizze zeigen. Das ist die EZB-Bilanzsumme in Milliarden Euro. Und wir kommen jetzt quasi im September mit dem Anlauf des neuen Anleiheankaufprogramms. Ab Oktober, glaube ich, soll es anlaufen, kommen wir erstmalig über eine Bilanzsumme von 5 Billionen Euro. Also das ist ein ganz starkes Stück, was da in den Bilanzen weilt. Und das muss uns auch, denke ich mal, mittel- bis langfristig Sorgen machen. Denn dieses Geld aus den Bilanzen muss ja, also irgendwann muss es ja auch mal wieder raus. Also die Bilanz kann ja Exakt. nicht unglaublich bis ans Ende unseres Lebens aufgebläht werden. Das funktioniert ja nicht. Das ist also, wie gesagt, da gibt es wirklich ganz viele Hinweise. Ich bin jetzt kein Mega-Bär und ich glaube auch, die Aktien werden mittellangfristig immer noch eine sehr gute Rendite. Aber jetzt, sagen wir mal, die Kindeskinder, ob die nochmal so einen Aktienmarkt erleben wie wir seit den 80er, 90ern, Dotcom-Blase, Finanzmarktkrise. Ich meine, wir haben ja auch theoretisch rein zyklisch nochmal einen nächsten Knall vor uns. Eben, was das sein wird, da kann man auch nur drüber spekulieren. Tatsache ist, und darum sind wir ja auch heute hier, dass wir im Prinzip auch mit der Chartbeschau und der Massenpsychologie, der Preis-Action, also Massenpsychologie insofern, dass wir hier ja auch Angebot, Nachfrage an den Charts ablesen können und hier eben Schlussfolgerungen treffen. Und das kann sowohl im großen Monatschart geschehen, wo man eben im Prinzip nur die Monatskerzen jeweils am Ende des Monats sich anschaut oder zu Beginn des neuen Monats, oder es kann eben auch hier im 1-Minuten-Chart hochaggressiv sein. Grundsätzlich versuchen wir hier den Markt eben ja einzufangen, die Stimmung des Marktes, und da geben uns die Charts schon viele, viele Hinweise, die Charts. Zum Beispiel eben auch Gold, nochmal ganz kurz bei uns bei JFD als Währung. Symbol XAU handelbar, auch mit einem sehr engen Spread von 12 bis 15 Cent auf die Feinunze Gold. Das ist schon der Hammer bei gegenwärtigen Preisen um 1500 Dollar. Gold, aber auch hier natürlich ein absoluter Profiteur von dem Zinsumfeld, von dem niedrigen Zinsumfeld derzeit. Und ich denke, also ich habe auch heute beim JFD-Devisenradar den Goldpreis und auch Euro-Dollar nochmal analysiert. Sehr spannend, wie stabil sich der der Dollarpreis 1, 2, 3, der Goldpreis jetzt eigentlich dann dennoch hält. Und das sieht mir auch schwer nach einer gewissen Stabilisierung aus. Also ich glaube, der Goldpreis dürfte auch unabhängig, da bist du ja ein großer Fan von Index Trading, auch für euch, liebe Teilnehmer, richtig interessant werden. Der ist intraday auch interessant zu handeln, aber insbesondere eben auch mittel- bis langfristig sicherlich auf der Long-Seite sehr, sehr interessant. Schaut euch da ruhig mal um und da eben auch den Chart lesen. Gold in einem schönen Trendkanal, übergeordnet, mittelfristig, also wirklich fein. Und André, sage ich mal, Anstieg über die Minutenkerze, und wenn das geschieht, würdest du dich einstoppen lassen. Genau, ist schon geschehen, Achso, da ist sogar schon. und quasi den Stopp habe ich jetzt unter das Tagestief gelegt, um natürlich hier auch, wie ich vorhin schon sagte, nicht diese Abrissgeschichten quasi im eigenen Depot widerspiegeln zu müssen. Es schwankt in der Tat nicht so heftig wie bei der letzten Allerdings, FED-Sitzung. also letztes Mal war Nicht es ganz so. oberheftig, oberheftig, und Ja. deswegen war ja auch der Stopp ganz wichtig, dass du sozusagen hier aufpasst, dass der Stopp dich nicht erwischt. Aber heute ist der Markt, ich meine, du gehst so ein Stück weit antizyklisch gegen den ja jetzt doch schon ein Stück weit etablierten Abwärtstrend. Wir sehen immer neue Tiefs, aber das war ja auch das letzte Mal die Taktik, dass du sozusagen immer einen schönen Umkehrpunkt erwischst. Und natürlich ist es eben wichtig, dass du dir auch bewusst dessen bist, dass der Trade eben nicht klappen kann. Und wie du schon sagst, die große Klatsche, falls mal so eine Kerze kommt, wie es beim letzten Mal, da waren wir ja mal 50, 100 Punkte innerhalb kurzer Zeit absolviert. Das war Ja. wirklich eine schöne Volatilität. Da muss man natürlich ganz klar sagen, du definierst das Risiko und siehst all die Chancen. Ich meine, so eine Situation wie jetzt, also an den Tagestiefs herumpendeln. Also gefühlt hast du das doch bestimmt schon 10.000 Mal erlebt, oder? Das stimmt. Also es kann natürlich immer sein, dass nochmal ein neues Tief kommt, um quasi abzufischen, wie es halt so schön heißt, um quasi das Orderbuch zu leeren, wo Marktteilnehmer versuchen hier zu schauen, ist da noch irgendwas oder können wir in die Gegenrichtung jetzt endlich
losrennt. Das sieht man immer wieder. Aber wer es nicht probiert, ja, der wird es nicht wissen. Also letzten Endes gibt es immer die Möglichkeiten, sich über einen Verlaufshoch erst einstoppen zu lassen. Dann hat man schon ein Stück der Strecke quasi nicht mitgenommen. Oder man versucht natürlich innerhalb einer Bodenbildungsphase, und als diese definiere ich jetzt das, was ich hier sehen kann im Dow Jones, sich vor eine Unterstützung long zu positionieren oder hier in dem Fall vor einem Widerstand short zu positionieren. Und für mich ist in dieser Phase kein Druck sichtbar. Also diese schleichenden, kurzen, neuen Tiefs sind für mich kein Grund, hier eine Short Order in den Markt zu geben, denn ich müsste den Stopp ja auch 30, 35, 40 Punkte wegsetzen, und das ist mir einfach momentan zu viel. Und mit einem Blick bin ich ja immer noch am Goldpreis, der übrigens ein neues Tagestief markiert hat. Hier können wir ja mal reinschauen, was sich da im größeren Zeitrahmen noch an Unterstützungen bietet. Hier haben wir quasi Wochentief sogar eben gesehen. Und da es ja ein großes Gap gab von letzter Woche zu Anfang dieser Woche, sind wir in diesem Gap drinne, was im Ernstfall, wenn es auf ein Gap Close hinausläuft, nochmal bis zur 1487, also noch $5 nach unten laufen könnte. Und wenn das passiert und da noch mal ein bisschen Luft rausgeht aus dem Goldpreis, ja, dann würde ich mich freuen, wenn das Geld, alle, die es hören, in den Aktienmarkt wandert, damit meine Long Order hier auch ein bisschen zuwächst Ja, oder an interessant. Gewinn Interessant an der Stelle ja tatsächlich, dass die Volatilität, die ja ohnehin auch historisch gesehen am Währungsmarkt generell, aber auch an den Indexmärkten während der letzten Monate ja massiv abgenommen hat. Ja, das sieht man auch an den Volatilitätsindizes. Außer beim letzten Event im Juli, wo wir waren, da war das wirklich fast schon wie in früheren Zeiten. Aber heute ist es ja, sage ich mal, auch von der Range her gesehen jetzt nicht so übermäßig. Für ein Fed-Event darf man eigentlich mehr erwarten. Genau, also es war auch beim EZB-Event wesentlich mehr. Da ist der Markt ja auch nochmal aufgedreht und hatte die 490, die übrigens in mehreren Charts, glaube ich, sogar das Ende oder die Begrenzung der inversen Schulterkopf-Schulterformation darstellt im DAX. Und danach ging es am nächsten Tag ja schon abwärts. Ja, und wir haben die 400 oder 494 waren es, glaube ich, im Hoch. Ich will mich da nicht auf ein, zwei Punkte fixieren. Aber die 12.500 im DAX haben wir nicht getoppt. Und das war für viele so dieses Ausreizen noch einmal von den Bullen und die Hoffnung, dass die Bären jetzt noch mal zuschlagen. Und das könnte natürlich passieren. Also wir hatten 8 oder 9 Handelstage in Folge im DAX in diesem Monat schon im Gewinn. Und jetzt warten wir 2 im Minus, die nicht sonderlich stark im Minus waren. Also der Markt könnte durchaus nach und nach seine Aufwärtstrendlinien entsprechend kippen und Verkaufssignale generieren. Jetzt ärgere ich mich natürlich schon ein bisschen, dass ich hier die ganze Zeit vom Gold rede und von der 87, aber mit Gold nichts gemacht habe. Das ist ja, ich meine, die Korrelation auch gerade spannend, weil grundsätzlich, wenn das Kapital umsiedelt, ja, vom, sage ich mal, zinslosen Gold auf den Index oder Kapitalmarkt im Rahmen von Aktien, eigentlich hätte jetzt der Dow Jones schon längst Richtung 27.000 wieder aufdrehen müssen, gerade bei der massiven Goldpreisschwäche, die wir aktuell sehen. Aber Korrelationen, also in dem Fall negative Korrelationen, also sich unterschiedlich entwickelnde Märkte, ist da auch nicht immer wie eine Blaupause, aber der Goldpreis nähert sich auf jeden Fall in einem interessanten Bereich, wie du gesagt hast. Ich denke, der hat auch noch, der lässt jetzt ein Stück weit Luft raus, aber das sind ganz genau interessante Preise für mögliche Roundings. Also da muss ich sagen, je tiefer der Goldpreis eigentlich geht, desto spannender ist. Wir haben eine ganz, ganz massive Unterstützung bei 1450. Das sind natürlich jetzt hier gute $35 weg, aber wenn er dahin läuft, also dann muss ich sagen, bin ich auch geneigt, hier wieder mal eine Position oder Swing Trade auf der Long-Seite zu eröffnen. Ich war ja bis letzte Woche Short auch beim Gold. Jetzt vor der Fed eh ein heißes Eisen, aber man hätte dann sogar das Ganze durchhalten können. Ja, also ich meine, es war aber auch ein wildes Hin und Her im Rahmen der EZB. Und hätte Fahrradkette hatten wir vorhin schon. Da hat übrigens ein Teilnehmer auch geschrieben, hätte Goldkette. Da kann man natürlich immer wieder mutmaßen. Geschlossen. Gap geschlossen und jetzt auch interessant auf den Niveaus, wo wir jetzt so rumpendeln. Ja, also wenn er die jetzt durchschreitet, definitiv nochmal 20, $30 Abschlag und dann könnte es bei 1450 auf Swing-Basis sehr, sehr interessant werden. Aber das ist dann auch ein größeres Timeframe, nichts, was den Andreas sozusagen vom Stocker, sage ich, vom Hocker hebt. Also insofern mal abwarten, was passiert. Aber dass der Dow Jones nicht entsprechend nach oben dreht,
stärker nach oben, ja, ist eigentlich schade, muss ich sagen, ne? Ja, der enttäuscht mich auch ein bisschen, ob ich den auf Ignore setzen sollte. Ob ich, kann man Ignore. vielleicht per Chat eine Nachricht einreichen an die Fett-Diskussionsrunde jetzt gerade? Das wäre natürlich auch was, wenn man da irgendwie sagt, Mensch, red doch mal über die tollen Zukunftsaussichten, wenn jetzt die neue Apple Watch im Oktober rauskommt, dass man da seinen Zyklus tracken kann als Frau und so weiter. Also so Themen, was es an technischen Entwicklungen gibt, die werden uns die nächsten Jahre noch begleiten. Darüber sollte mal gesprochen werden und das wird dann auch den Aktienmarkt wieder stimulieren. Nein, ich will nicht abschweifen. Alles in Ordnung. Es ist immer noch das Szenario Bodenbildung. Der Stopp steht. Ich kann den Stopp leider noch nicht anheben. Würde ich, wenn wir jetzt über die 26.950 gehen. Das ist ja dann quasi im Minutenchart, also ganz, ganz, ganz klein kariert quasi. Im Gegensatz zu deinen Wochenanalysen teilweise Ja. wäre das ein kurzfristiges Kaufsignal und dann kann ich auch den Stopp anheben. Wenn nicht, dann nicht. Wir warten mal ab, was passiert. Also letztlich, ich habe auch vorhin im Chat noch gelesen, Markus hatte gefragt, wir haben heute echt viele Markus am Start. Wobei das war der Markus auch von vorhin, sehe ich gerade. Mr. Paul redet auf jeden Fall. Also die Pressekonferenz geht ja minimum mal eine halbe Stunde. Und man kann eben sagen, gerade wo man der Goldpreis auch einkrachte, mal kurz so ein Feedback, dass es im Prinzip auch die Tendenz gibt, sogar größere Sequenzen an Zinssenkungen durchzuführen, falls der Markt das bedarf. Ja, also die US-Wirtschaft soll eben nicht zusammenklappen. Deswegen wird hier so seicht und weich mal die Zinsen oder die Zinsen nach unten gesetzt. Aber es heißt eben auch, hey, wenn jetzt die Rezession kommen sollte, Handelskonflikt eskaliert, China fährt wieder die Gebaren auf und. Die Unsicherheiten sind ja noch und nöcher. Dann ist die Notenbank sozusagen bereit, entsprechend hier an der Zinsschraube zu drehen. Sollte eigentlich den Goldpreis auch hierbei beflügeln, aber im Prinzip ist es doch etwas, wo jetzt eben auch gesagt wurde, es könnte. Ja, das sind immer hier wieder die Konjunktionen. Das kann auch nicht passieren und das ist vielleicht auch das, was den Goldpreis jetzt so ein Stück weit drückt, weil der natürlich davon profitiert, wenn die Zinsen durchaus weiter nach unten gehen. Je höher die Zinslage, desto unattraktiver Gold rein fundamental betrachtet. Und jetzt sehen wir aber auch, der Dow Jones, wie gesagt, kommt ja genauso wenig vom Fleck. Also heute ist es wirklich ein bisschen tricky. Ja, jetzt ist er am Tagestief und damit auch quasi ein Punkt vor meinem Stopp, den ich jetzt nicht versetzen werde, denn ja, Stopp ist Stopp. Also wenn man einmal anfängt, den Stopp massiv zu versetzen, dann macht man das immer wieder und dann ist man quasi in so einer Spirale, dass man den Stopp auch weglassen könnte, weil was bringt es, den Stopp zu versetzen oder ihn erst zu setzen, wenn man ihn wieder versetzt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Und ja, dann ist man eben mit 10 Punkten oder 20 Punkten oder so ausgestoppt, dann ist es so. Dennoch sehe ich keinen großen Trend nach unten. Also das ist für mich keine Situation, wo ich sage, ich muss den Markt jetzt verkaufen. Er erwartet der Fed-Chef Powell erwartet weiter einen Anstieg der Inflation auf 2%. Er erwartet, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt. Er bleibt für das Basisszenario weiter positiv. Und so weiter. Also im Grunde genommen hat er nichts gesagt, was den Markt jetzt total schockieren würde. Und somit gehe ich nicht davon aus, dass der Aktienmarkt einbricht. Wie gesagt, auch die Sequenz oder die Möglichkeit, weitere Zinssenken anzukündigen, ist ja auch nicht die Aussage, dass es tun wird. Also insofern, Newslage, wie gesagt, das ist auch mal etwas, wo man sagt, du kannst auch viel als geübter Chartleser an der Preisaction sozusagen abzählen. Und ja, die Intensität der Schwankungen heute, wie gesagt, etwas nüchtern, das muss man ganz klar sagen. In einer ersten Impulswelle war es ja recht sportlich, aber jetzt muss man einfach sehen, dass sich das hier sozusagen auspendelt. Also wenn jetzt nichts mehr über den Äther läuft, dann kann man ja wahrscheinlich sagen, dann pendelt sie sich sozusagen auf die letzte Handelsstunde ein Stück weit aus, weil im Prinzip sind die News jetzt im Markt, es ist bekannt. Paul hat im Prinzip auch gesagt, alles so wie jetzt von dir zitiert, beziehungsweise auch von mir schon angesprochen, der Möglichkeiten weiter offen gehalten. Und es ist immer mal so ein bisschen nebulös dahergesprochen, auch hier. Die richtige Action gab es tatsächlich im Juli, wo dann eben der Zinssenkungszyklus sozusagen dann aufgerufen wurde. Und das hat sich heute bestätigt. Insofern Erwartungen erfüllt. Und ja, der große Crash, die große Korrektur blieb jetzt dann erstmal aus, wobei die Eskalation am Ölmarkt ja zu Wochenbeginn auch Wahnsinn war.
Aber warten wir mal ab. Also die Märkte sind spannend, bleiben spannend und darum geht es ja auch am Ende des Tages, dass man sich hier auch interessante Marken raussucht. So gern der Andreas eben jetzt hier an Shorts profitiert hätte im Indizes-Bereich, so belohnt wäre er geworden, wenn er eben den Goldpreis mal auf der Shortseite jetzt gespielt hätte. Fasst du den generell seltener an oder ist es mehr was, wo du sagst, also du benutzt es ja, du siehst, wir hatten das letzte Mal auch auf dem Schirm, aber gehandelt hast du tatsächlich nur den Index, den Dow oder eben DAX. Also das sind so deine absoluten Lieblingsmärkte, so darf man das mal bezeichnen, oder? Ja, der Goldpreis, also ich handle den Goldpreis auch ab und an, aber nicht nach irgendwelchen News, weil ich hier, also der Goldpreis hat einfach ein viel, viel geringeres Volumen Das stimmt. als die Aktienmärkte und insofern ist man da reingelaufen in eine Positionierung, die dann ausgestoppt wird, weil irgendjemand eine Order aus anderen Gründen, weil halt irgendein Scheich 2000 Goldketten bestellt hat oder irgendwas und auf einmal oder die Hochzeitssaison in Indien sich schlecht entwickelt hat oder irgendwelche Dinge über die Ticker kommen, von denen man vorher quasi nicht nur keine Notiz hatte, sondern von denen man vorher noch nicht mal eine Ahnung hatte, dass sowas kommt. Könnte. Insofern fokussiere ich mich lieber auf die großen Aktienmärkte. Aber zu den Märkten allgemein, zu der Größe, habe ich auch noch eine spannende Grafik mitgebracht, die Hau ich gleich jetzt mal hier. rein. Jens fragt gerade, was ist denn heute tricky? Stur, short, einfach geht's nicht. Da ist die Frage, auf welchen Markt bezogen, weil wie gesagt, den Dow Jones finde ich jetzt hier, um ehrlich zu sein, seit 8 Uhr, seit der ersten Verkaufswelle. Und dann hat man ja so 10 Minuten schon, also dieses wilde V gesehen. Dann wurden die Tageshochs dann, oder besser gesagt, kurz vor den Tageshoch gab es so ein kleines Doppeltop in dem Minutenchart. Jetzt ist er dann nach unten gelaufen. Aber man muss schon sagen, jetzt seit einer guten halben Stunde tropft das Ding hier seitwärts da umher, immer mal wieder mit kleinen Dips nach unten. Und man sieht, Andreas lag ja grundsätzlich richtig, eigentlich nahe des Tagestiefs, da nicht die Fassung zu verlieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig durchsagt, zwar passieren kann, aber du hast ja auch schon erwartet, der dippt immer so ein Stück weit runter und hat dann doch wieder einen Anlauf nach oben gemacht, so wie jetzt auch eben wieder vollzogen. Und das ist natürlich schon immer so grenzwertig, wenn er gerade so die Tiefs immer wieder unterschreitet. Jetzt wagst du es gerade nochmal, und du bist ja eh so ein Fan von der Antizyklik, ne? Das muss man ja sagen. Aber was ist denn hier mit Es viel, viel kleiner ist, aber allein der Aktienmarkt hat ja pro Tag ein Handelsvolumen global von 216 Milliarden Dollar pro Tag. Ja. Der Anleihemarkt ist ein Tick größer, aber nicht extrem größer. Und dann kommt der Zinsmarkt, ja, der schon 10-mal so groß ist wie der Aktienmarkt. Und darüber ist dann nochmal der Devisenhandel. Also auch wenn der Euro-US-Dollar zum Beispiel als Leitwährung im Moment gar nicht so viel Freude macht, weil kaum volatil, ist insgesamt gesehen der Devisenmarkt der größte Markt der Welt mit 5.300 Milliarden Dollar pro Tag. Das muss man sich einfach mal quasi vor Augen halten. Und deswegen, wenn hier so ein kleiner Punkt ist, Gold, bin ich halt eher hier vertreten oder hier in diesen Märkten, weil die Liquidität mir einfach erlaubt, schnell in den Markt rein und wieder rauszukommen. In den Markt reingekommen bin ich jetzt hier auch nicht ganz so schnell, wie ich dachte. Also irgendwie haben 4, 5 Punkte gefehlt hier mit meinem Stopp. Das letzte Tief war nicht das Schönste. Jetzt könnten wir, wenn man sich hier diese Verlaufshochschau anschaut, den Ausbruch vollzogen haben und damit das nicht gleich wieder eingestampft wird, ziehe ich den Stopp zumindest in die Nähe meines Kaufkurses. Und für mich wäre das Szenario, wenn wir hier, weil da war natürlich hier eingangs vor der Zinsentscheidung der Trigger auf der Unterseite, wenn wir hier wieder drüber laufen, würde es der Trigger zur Oberseite sein. Also das heißt, man könnte hier ein Kaufsignal fast schon riechen, auch Teilnehmer jetzt hier reingehen, dann würde ich sagen, die 27.000, das ist der Bereich ungefähr hier, wäre das Ziel für diesen Trade. Und dann kann man doch, denke ich, mit dem Szenario zufrieden sein. Und auch wenn das Abfischen auf der Unterseite einige Versuche gebraucht hat, kommt es ja letzten Endes darauf an, was man aus dem Trade macht. Also das Trade Managen ist am Ende viel, viel wichtiger, als entsprechende Marken zu suchen. Das Markensuchen, klar, das braucht es einfach. Also ohne das Suchen nach einer Marke ist man ja blind im Markt. Aber letzten Endes entscheidet ja der Ausstieg über Profit oder Loss. Und da halte ich das immer so wie ein Eichhörnchen. Ich sammle gerne mehrere kleinere Gewinne ein und auch gerne mehrere kleinere Verluste, aber versuche eben diese großen Zacken auf der Verlustseite im Depot rigoros zu meiden. Und dann passt das am Ende. Also dazu habe ich auch irgendwo hier noch eine Grafik, die ich gerne mal mit reinhalten würde. Und zwar, wie meine Arbeitsweise abläuft.
beobachte auf diversen Medien, zum Beispiel bei Facebook unter meinem Pseudonym Berdecker 1977 oder auf Twitter oder Instagram oder auch auf Wall Street Online, der sieht, falsche Grafik, der sieht dann immer schon Sonntag einen Wochenplan, den ich erarbeite. Das kann man abonnieren, bekommt eine E-Mail. Und in der Wochenplanung geht es letzten Endes darum, einen Plan für den Tag zu erarbeiten und den dann in einen konkreten Trade umzuwandeln. Und hier hatte ich den DAX weiterhin ohne Korrektur nach dieser ganz langen Strecke an der 12.500, die ich vorhin schon sagte, einmal als Widerstand gesehen und habe das Ganze runtergebrochen auf verschiedene Szenarien. Hier sieht man das im Einzelszenario für die Tagesvorbereitung, die ich auch immer frühs streue in den diversen Medien. Der Hochpunkt knapp bei 12.500, die Abrisskante zu Montag und dann letzten Endes gestern mein Szenario, wenn wir unter diese 12.350, 60 ungefähr fallen, dass wir auch nochmal die Tiefs von der EZB-Sitzung testen. Das war nämlich ein Tief als erste Reaktion, dann ging es hoch und dann am Nachmittag waren wir noch einmal bei 12.305. Und was ist daraus geworden? Wir haben wirklich dieses Tief noch einmal getestet. Also so baue ich quasi die Charttechnik in meine Entscheidungsfindung mit ein, indem ich aus der Vergangenheit auf die Zukunft verschiedene Marken projiziere. Und dasselbe habe ich auch heute Morgen zum Beispiel getan und habe quasi geschrieben, es war wieder diese 60, wenn wir die Tagesrange des Vortages vollziehen und über die 80 wandern, dann wäre mein bullischer Trigger knapp über der 80 mit Ziel der Vortageshochs. Und im Hoch waren wir im DAX, wenn ich das richtig überblickt hatte, bei 12.416, also genau an diesem Punkt. Und ja, insofern kann man so eine Analyse auch im Nachgang immer wieder nutzen, um sich selber noch einmal zu reflektieren, hat das Szenario funktioniert, hat es überhaupt Sinn gemacht, so zu denken und so zu arbeiten, oder ist es einfach totale Zeitverschwendung und man sollte einfach nur reinklicken und versuchen, den Trade danach zu managen. Aber das ist natürlich nicht meine Vorgehensweise, sondern die Erarbeitung von Trading-Chancen ist meine Vorgehensweise. Wir gucken nochmal zum Dow jetzt rüber. Es könnte sein, dass er nochmal dieses Niveau hier antestet, um vielleicht einen Pullback zu vollziehen. Diese Linie, die ich quasi zur Fed-Sitzung als Short-Trigger hier eingezeichnet habe. Schade. Ich dachte, er zieht gleich mal bis zu 27.000 durch. Jetzt wäre, wenn man noch nicht im Markt wäre, die Möglichkeit hier noch einmal nachzulegen, beziehungsweise hier noch einmal sich long zu positionieren. Ich überlege, ob ich das auch tun werde, also ob ich die Position an dieser Stelle aufstocke, weil es quasi ein Pullback sein könnte und habe deswegen den Finger hier auf der Maske. Von der Pressekonferenz gibt es aktuell keine Neuigkeiten, so was ich zumindest gelesen hatte. Mit dem anderen Auge will die Fed eher die Reserven anheben als quasi den Zinssatz weiter zu senken, werden weiter temporäre Offenmarktgeschäfte tätigen, wenn nötig, und werden in den nächsten 6 Wochen viel darüber lernen. Also auch für den neuen Fed-Chef ist das Ganze, ich will nicht sagen, ein Experiment, aber er lernt natürlich aus seinen Entscheidungen, wie sich diese auf die Wirtschaft auswirken. Und er weiß natürlich auch noch nicht, wie es mit dem Handelskonflikt weitergeht. Also kann der Handelskonflikt wirklich letzten Endes dazu führen, dass das Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten, China und USA, steigt, oder schneiden die sich beide gegenseitig so ein bisschen ins Blut? Das ist hier die große Frage für beide Akteure. Ich denke, sie natürlich eine Lösung zu finden, die beiden hilft. Alles andere wäre ja auch Wahnsinn wirtschaftlich. Wohl wahr, wohl wahr. Das Wort zum Mittwoch an der Stelle. Aber da hast du recht, das ist in der Tat tricky. Wenn du sagst, Trade planen, Trade auswerten, nutzt du da ein Trading-Tagebuch eigentlich? Ja, ich fülle mir das Ganze in Excel ein, quasi. Man kann ja auch die Daten hier schön exportieren im MetaTrader und werte das Ganze aus, um für mich auch so ein paar Kennzahlen zu bekommen. Also Chance-Risiko-Verhältnis und so weiter, Abstand, Stopp, mittlerer Ertrag pro Trade und. Also da gibt es ja verschiedene Dinge, die man hier sich ausrechnen kann. Das sollte man auch tun, also weil solche Mittelwerte man ja erst nach ganz vielen Trades erhält, und die braucht man auch als Basis, um einfach auch mal nach vorne rechnen zu können,
Macht es überhaupt Sinn, diese erste Folie, die es zeigt, ist es nur ein Hobby oder verdient man damit Geld? Und wie viel Geld verdient man und wie viel Geld kann man vielleicht auch in den nächsten Monaten verdienen? Das sind alles interessante Werte, die man sich einfach errechnen kann anhand seiner Daten. Jetzt sieht es wirklich für mich so aus, als haben wir hier ein Pullback vollzogen. Die 53, 54 habe ich kurz aufblitzen sehen, aber nicht genutzt. Wir waren gerade im Redeschwall. Deswegen habe ich jetzt die 66 genommen und stelle meinen Stopp nicht tiefer als den letzten Stopp. Also sonst wäre es natürlich total Banane, wenn man hier sagt, man geht eine neue Position im Gewinn ein und setzt den Stopp ganz weit weg. Dann hätte ich ja die erste Position stark ins Minus laufen lassen, durch die Mischkalkulation das Risiko sogar noch erhöht. Aber aufgrund der geringen Bewegung und der Möglichkeit des Pullbacks und weil auch die Durchschnittslinie hier so langsam wieder vielleicht an Schwung gewinnt, gehe ich in mein Szenario davon, dass der nächste Zacken quasi über die 26.977 läuft, also über diese Triggerlinie und dass wir dann vielleicht auch noch die 27.000 im Verlauf des Handels sehen. Das Risiko bleibt also für jeden Trade gleich für mich. Also ich versuche hier nicht, wenn ich hinten liege, das Risiko noch zu erhöhen oder auch zu verringern. Und genauso, wenn ich vorne liege, schraube ich nicht an meinen Risikoparametern, sondern handle, wie ich das mit dem Gehirn vorhin einmal sagte, einfach mein Setup immer wieder durch, mache immer wieder dieselben Überlegungen und dieselben Abläufe. Und am Ende gibt mir quasi meine Trade-Auswertung, das war ja deine Frage, die bestätigt mir, dass das System, was ich quasi die letzten Jahre gehandelt habe, einen Ertrag abwirft. Und sonst würde ich das nicht tun. Ja, das ist wichtig, die Reflexion des eigenen Systems, beziehungsweise eben hier auch ein Stück weit den Erwartungswert seines Ansatzes kennen. Und da muss man natürlich auch ein Stück weit experimentieren oder gerade wenn man ein Einsteiger ist, seinen Weg finden, eben auch schauen, ist das kurzfristige Trading was, kann ich das auch, sage ich mal, psychologisch durchhalten, weil das ist sicherlich auch eine Competition. Ich meine, du machst das hier, sage ich mal, platt cool. Aber das hat ja auch viele Jahre gedauert, bis du dich dahin entwickelst, vermutlich, oder entwickelt hast, vermute ich mal, oder? Genau, also ich handle seit über 20 Jahren und man versucht natürlich erstmal seine Instrumente zu finden, auch die Märkte, mit denen man sich am wohlsten fühlt, auch die Handelszeit, mit denen man sich wohlfühlt. Das sind alles Learnings, die im Laufe der Jahre geschehen, wo man quasi zu seinem und auch natürlich zu Wohlfühlpositionsgrößen und so weiter. Also das Ganze soll sich nicht befremdlich anfühlen. Also wenn jemand mit Trading anfängt und die ganze Zeit quasi zitternd vor dem PC sitzt, dann ist das einfach vielleicht die falsche Positionsgröße oder auch der falsche Zeitvertreib in dem Moment. Dann muss sich langsam der Sache nähern und wenn man ein System gehandelt hat oder ein Setup und das Ganze über einen konstanten Zeitraum auch mit kleinen Stückzahlen funktioniert, dann kann man das ja selber skalieren. Also dann liegt es ja an jedem selbst, die Stückzahlen nach oben zu drehen. Insofern, wenn man sich wohlfühlt, sollte man das weiter handhaben und sobald man aber zittrig ist oder wenn der Laptop zugeklappt wird vom Partner oder der Partnerin, man dann gleich einen Anfall bekommt, dann stimmt was nicht. Also dann ist es nicht das Setup, mit dem man quasi alt wird, mit dem man verheiratet ist. Ist ja Ja, wie das ist. bei der Partnerschaft. Also da muss man sich ja auch prüfen, bevor man da eine längere Verbindung eingeht. Hört, 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 hört. Jetzt gehen wir sogar in Richtung Beziehungstipps. Meine Güte, hier wird die Palette abgeräumt sozusagen. Aber es ist in der Tat richtig. Natürlich muss man seinen Weg finden. Das braucht auch Zeit. Dem einen liegt eben das Kurzfristige, der andere eher das Mittelfristige. Alternativen gibt es, wie gesagt, auch. Hier kann man natürlich viele, viele Wege finden. Deswegen eben die heutige Beschau auch von der Vorgehensweise, die du ja hier in einem kleinen Timeframe anwendest, durchaus auch adaptierbar auf den Tagesschart, weil grundsätzlich die Kerzen ja in den Timeframes sozusagen bei dir jetzt im Minutenchart eben mit einer erhöhten Frequenz ablaufen. Aber grundsätzlich solche Formationsmuster, wie du hier so eine seichte Bodenbildungsart wiederfinden kannst im Endeffekt. Genau, aber da das Webinar ja zeitlich begrenzt ist und wir nicht den Tagesschart diskutieren und Eben. wochenlang auf dem Äther sind, macht es natürlich Sinn, diese Vorgehensweise im Minutenchart zu erörtern. Aber man kann das auf jede Zeitebene anwenden. Das ist ja das Schöne an der klassischen Markttechnik, wenn man sich diese
Regeln in Anführungsstrichen einverleibt hat, dann kann man das auch auf anderen Zeitebenen anwenden. Und es funktioniert dann genauso, weil natürlich die Charttechnik so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also wenn viele Marktteilnehmer daran sich orientieren, an einer Widerstandslinie, an einer Unterstützungslinie und dasselbe tun, am selben Punkt, dann passiert es auch. Ja, also wir können das auf das normale Leben übertragen, wenn jemand am Kudamm steht in Berlin oder am Alex oder in München vom Hofbräuhaus und schaut nach oben mit ausgestrecktem Finger und macht den Mund auf mit einem Ton, schauen bestimmt 5 oder 10 Leute auch an den Himmel, ob da irgendetwas ist. Ja, also und so ist das auch natürlich am Kapitalmarkt, wenn 20 Analysten schreiben, das ist eine interessante Marke und die leitet sich so und so her und vielleicht automatisierte Handelssysteme auch an diesen Marken aktiv werden, dann kommt es zu einem starken Durchbruch. Und deswegen sind gerade solche psychologischen runden Marken wie die 27.000 oder die 12.000 im DAX und so weiter immer wieder spannend, weil dort natürlich die Marktmeinungen alle aufeinandertreffen, weil dort sich Bulle und Bär die Hand geben sozusagen. Und ja, man nutzt einfach immer dieselben Instrumente. Und das ist auch für mich ein Grund, warum ich bei der klassischen Charttechnik ganz einfache Dinge wie Trendlinien, Unterstützung, Widerstände verwende und nicht so total wilde Indikatoren mir einbaue, die nur ich kenne. Ja, weil ich nicht denke, dass es einen heiligen Gral gibt, sondern weil ich denke, dass quasi die Masse, die Herde, wenn sie losrennt, die Entscheidung fällt, wohin der Markt geht. Und die bedient sich einfacher arithmetischer Mittelwerte, ja, oder eine kleine Durchschnittslinie oder was auch immer, 200-Tage-Durchschnitt. Also da gibt es ganz viele einfache Dinge im Markt. Also nichts gegen die komplizierten Dinge wie Rainbow und was weiß ich, Hammer, Tamagotchi oder wie die alle heißen. Da kennst du bestimmt doch ganz, Du ganz viele wieder. wilde Dinge. Ja, die sind mir natürlich auch geläufig vom Namen und vom System so grob, aber ich nutze sie nicht, weil mir das zu ja, zu speziell einfach ist. Also ich glaube nicht an so spezielle Geheimnisse der Börse. Aber das ist Ansichtssache. Und Ansichtssache ist sicherlich auch das Chartbild. Aber eigentlich sind wir uns alle, dass wenn wir jetzt hier drüber gehen, die 27.000 ruft, oder? Hörst du sie auch rufen, Chris? Na, zumindest klopft sie mal vorsichtig an die Tür, auch nachdem deine Prognose ja zutraf, dass wir so ein Stück weit, ich will mal sagen, das Support-Level bei 26.950 rund da nochmal anlaufen. Das ist wirklich ein schöner Horizontalsupport und da achte ich selber auch drauf. Ich bin ein großer Fan von der Price Action, obgleich der ein oder andere wird mich wahrscheinlich auch noch vom Rainbow Trading kennen. Und auch wenn Rainbow in erster Linie ein bisschen, ja, ich sag mal, übermalt herkommt oder ein bisschen überladen der Chart, dann ist das ja schlussendlich eigentlich eine ganz simple Momentum-Strategie, sozusagen, dass man auf der Trendsuche ist, nach starken Trends, nach starken Bewegungen. Und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis vom Rainbow. Und die 27, würde ich sagen, die haben wir gleich eingeholt. Ja, aber hallo. Das klingt doch schon mal sehr gut. Die erste Position ist der Stopp auch in den Gewinn versetzt worden, als Gesamtposition noch nicht. Ich bin echt gespannt, ob die 27 jetzt für einen Abprall gut sind oder ob wir hier nochmal quasi Stop-Loss-Orders sehen. Der Kollege, der sich vorhin gemeldet hatte im Chat, der meinte es ja ganz einfach, Short gehen und laufen lassen, wird ja bestimmt auch irgendwo seinen Stopp haben, um quasi seine Gewinne, die er hoffentlich von hier oben hat, auflaufen lassen zu sichern. Insofern kann es durchaus hier nochmal ein Stück spiken. Ich hatte vorhin, bevor diese Kerzen kamen, bei der 27.020 immer wieder nachgeschaut, ob das eine Unterstützung sein könnte. Und das wäre für mich auch dann so ein Level, wo ich sage, da könnte man auch Teilgewinne mitnehmen, wenn wir in den Bereich hineinlaufen. Aber das hat der Chart mir noch nicht vergönnt und ich würde jetzt auch sogar so weit einhergehen zu sagen, wir setzen fast auf Break-Even für die zweite Position und für die erste Position 20 Punkte Profit als Sicherung in den Markt per Order, damit hier nichts mehr anbrennen lassen, damit nichts mehr anbrennt quasi. Also es ist ja wie wenn das Steak im schönen Weber-Grill liegt und man mal ganz kurz auf Toilette muss und kommt wieder und es ist verkohlt. Also es wäre einfach ärgerlich. Das ist wahr. Wie gesagt, das ist auch immer die Frage natürlich des Trade Managements. Das hast du schon ganz klar angesprochen. Da ist natürlich immer die Vorgehensweise genau die, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ich meine, du hast jetzt auch das gemacht, was wirklich sehr professionell war an der Stelle.
Und zwar, du hast eine positive Pyramide gebaut. Was heißt das? Du hast im Endeffekt bei Verlustpositionen deinen Stop kassiert, sozusagen den Staub abgeklopft. Das war halt Minus-Trade. Dann hast du im Prinzip weiter deine Chance gesehen, genutzt, hast dann in den Gewinntrade hinein eine positive Pyramide gebaut, hast sozusagen das Risiko nochmal oder das verdiente Risiko nochmal genutzt, um sozusagen ja, den Trade noch auszubauen. Und das ist schon, ich sag mal, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Die erfolgreichsten Kunden bei uns bei JFD sind auch die, die es beherrschen, positive Pyramiden zu bauen. So verlockend es ist, den Einstand zu verbilligen, wenn man im Verlust liegt, praktisch nachkaufen, also eine negative Pyramide bauen, ist das im Prinzip tatsächlich etwas, was selten zum Erfolg führt, um nicht zu sagen, meistens auch die Kontos derart stark stresst, dass man in den Stop-Out rennt, beziehungsweise Margin Calls aufgerufen werden, weil man das Konto schlichtweg überhebelt mit diesen negativen Pyramiden. Hat man aber hier die Möglichkeit und schwupps ist die eine Position sogar schon im Gewinn versilbert worden, muss man eben sagen, wenn man es beherrscht, positive Pyramiden zu bauen, dann ist es genau das, wo man sagt, da ist man schon in einem Bereich, was A natürlich ja erstmal Mut abverlangt, aber natürlich auch einen gewissen Erfahrungswert, weil eben einen entstandenen Gewinn nochmal ins Risiko zu setzen mit einer zweiten Position, das muss man erstmal machen, aber der Erfolg zeigt dir hier ganz recht, wie du vorgegangen bist. Du hast die Stops wahrgenommen, hast den Umkehr gut Umkehrpunkt gut erwischt, auch wenn eben ein Stück weit zu früh schon erwischen wolltest und hast jetzt die positive Pyramide schön zu Ende geführt. Also es ist wieder mal, Andreas, muss ich sagen, an der Stelle ein sehr guter Learning, eine Learning Lesson gewesen an der Stelle, wo man einfach sagt, das hast du wieder sehr, sehr gut dargestellt, wie du da an der Stelle vorgehst und das eben trotz triefender Nase und eben dem Staubabklopfen in den ersten Momenten, ne? Ja, das stimmt. Also da ist man manchmal als Trader schon bedient, wenn man zwei, drei Trades mit einem Szenario im Hinterkopf hat und denkt, Mensch, warum läuft's nicht? Warum läuft's nicht? Eben. Aber man muss sich vor Augen halten, wenn das Szenario noch aktiv ist, dann muss man es einfach wieder probieren. Also ich meine, nur weil vielleicht beim Elfmeter-Training ein Spieler nicht schafft, das Tor zu treffen, ein paar Mal vielleicht auch der Tormann hält, dann gibt er doch nicht das Elfmeterschießen auf. Er probiert es immer und immer wieder. Und solange das Szenario gegeben ist, ist das auch okay. Ja, also es hat nichts mit Sturheit zu tun. Sturheit wäre, wenn man immer wieder gegen einen Trend, gegen einen dicken Trend reinballert und ausgestoppt wird und immer wieder bei neuen Tiefs und so weiter. Aber hier war mein Szenario ja quasi klar vorgegeben und die leicht fallenden Tiefs waren für mich keine Short-Option. Die zweite Position ist hier auch rausgegangen letzten Endes und ich wollte noch eine Folie zeigen und dann fassen wir das Ganze auch noch mal zusammen. Erstmal die Folie, den bullischen Trigger hatte ich ja, dass wir im DAX da oben genau hingekommen sind. Und man muss sich vor Augen halten. Ja, Erholung heute, sei mal dahingestellt, man muss sich das große Bild mal vor Augen halten. Wo stehen wir überhaupt von der Performance hier vom Aktienmarkt? Und da sind wir ja im laufenden Jahr, im Dow Jones schon bei 16% und im DAX im laufenden Jahr bei 17%. Also das ist, eine durchschnittliche Performance ist eigentlich im Jahr 8% von dem Aktienmarkt. Und wenn wir hier schon das Doppelte davon erreicht haben, also 16%, hier sogar 17, dann sollten schon die ersten Alarmglocken so ein bisschen angehen. Also man sollte ja nicht gierig werden und erwarten, dass der Markt noch einmal dieselbe Performance zeigt und vielleicht am Jahresende mit 30% dasteht. Ja, also das ist für mich dann quasi nicht der richtige Ansatz. Das heißt aber auch nicht im Umkehrschluss, dass wir auf quasi bärische Märkte umschwenken müssen. Also so eine Rallye kann natürlich immer weiterlaufen. Aber es sind Alarmsignale, die ich einfach hier habe und sehe. Und deswegen suche ich im größeren Zeitraum durchaus mehr Short-Chancen aktuell als Long-Chancen und denke, wenn sich der Markt ein bisschen beruhigt hat, also wenn es auch wieder eine Konsolidierung gegeben hat, dann kann man auch wieder einige Marken einsammeln. Auch einige Einzelwerte, die ich mir anschaue, sind sehr, sehr interessant, die verprügelt wurden. Also da kann man sich zum Beispiel mal genauer die Tabakwerte in den USA anschauen, die ja bei der Megafunktion auch Megafusion so ein bisschen bei Philip Morris unter die Räder gekommen sind. Oder man kann sich auch mal eine Hewlett Packard anschauen oder und so weiter. Also da gibt es durchaus Sektoren wie den Spielesektor, den
der repräsentiert wird, gerade vor Weihnachten, der vielleicht wieder interessant ist von Einzelaktien, Activision Blizzard. Aber das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, wenn wir noch Einzelwerte noch nebenbei mit reinreichen und natürlich wieder den Blick auf die Märkte wenden. Also mein zweiter Ausstieg war bei 27.021, glaube ich, kann hier nochmal nachgucken. Genau, 21,2, da habe ich sogar ein positives Slippage gekriegt von 0,2. Hier habe ich auch ein positives Slippage von 2,2 Punkten gekriegt. Also vielen Dank Ui. nochmal an Just Fair und Direct. Das ist zwar kein Netz und kein doppelter Boden, das war wirklich so. Und wenn man sich die Bilanz anschaut von den Trades, die ich hier absolviert habe, waren das insgesamt 6 an der Zahl und 3 im Positiven, 3 im Negativen, also 50-50, wenn man das so will, und unterm Strich aber dennoch ein Gewinn, der, denke ich mal, für in Berlin zumindest für 10, 15 Döner reicht. Das Also war man mir kann wieder seine klar. Freunde durchaus Das mal war mir wieder klar, ausführen. dass du die Dönerwährung ansprichst, mein Freund. Ja, das war mir, man könnte fast sagen, ich kann mich an den Döner-Tag erinnern. Ich erinnere mich an einen Screenshot von, war es Facebook oder Insta, den Döner-Tag für 1 Euro. Das heißt, du würdest hier mal 52 Döner kassieren können. Dann wäre auf jeden Fall, werden die nächsten Wochen gesichert, will ich mal sagen. Aber an der Stelle auch eindrucksvoll natürlich. Erstaunlich wenig Trades für dich. Ich sage jetzt mal unter uns Ja. Pfarrerstöchtern. Ich kann mich, wie gesagt, an Zeiten erinnern. Da hast du 50 bis 60 Trades. Da freut sich natürlich immer wieder der Broker an der Stelle. Aber wie gesagt, Just Fair and Direct, wir ordern die ordern. Was sage ich? Wir geben die Orders an den Liquiditätspool oder an den Interbankenmarkt weiter und Slippage gehört eben dazu. Die geben wir auch zu 100% weiter. Es gibt auch negatives Slippage, muss man ganz klar sagen. Also sozusagen, dass man hier schlechter ausgeführt wird. Das ist gerade eben bei News oder hektischen Bewegungen der Fall. Das kann je auf welcher Seite man steht, aber eben genauso positiv sein. Du hast hier eine positive Slippage erwischt, ein wundervolles Beispiel an der Stelle und es zeigt aber auch, dass du dein Risiko immer wieder im Griff gehalten hast und trotz 3 Gewinner und 3 Verlierer am Ende eben hier mehr verdient als verloren hast. Und das ist ja auch die Chance oder die Weisheit des Chance-Risiko-Verhältnisses, wenn man das richtig einzusetzen weiß. Und du hast ein klar definiertes Risiko, die Pyramide ging auf und insofern auch wieder ein gelungener Abschluss. Und Andreas, ich weiß deiner Erkältung an der Stelle hier dem entsprechenden Tribut zu zollen, dass du hier die ja, Stellung trotzdem gehalten hast, heute auch wieder abgeliefert hast, auch wirklich viel geredet hast. Und ich will dich auch gar nicht weiter groß hier vor dem Monitor zwängen, weil ich meine, der Markt rennt weiter. Du bist vielleicht auch noch versucht, den Run in Richtung der Tageshochs beziehungsweise der letzten Stundenhochs da in Richtung 27.080 etwa anzuvisieren. Aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen. Ich hoffe an der Stelle auf jeden Fall, dass wir euch heute mit diesem Live-Event, gut 1,5 Stunden sind es ja doch wieder geworden, abholen konnten. Ich freue mich auf jeden Fall für die reichhaltige Nachfrage. Wie gesagt, der Raum ist explodiert. Insofern alle, die nicht dabei sein konnten, kriegen, wie gesagt, eh die Aufzeichnung nochmal im Nachgang. Und das nächste Mal müssen wir einfach nochmal eine Halle mieten, ja, damit eben alle reinpassen. Und insofern habe ich auf jeden Fall zu danken, Andreas, wie gesagt, für dein Standing. Gibt andere Marktteilnehmer oder eben auch Leute, die hätten gesagt, na, mit dem Schnupfnäschen will ich mich hier gar nicht engagieren. Ich will lieber im Bettlein liegen und Tee genießen. Du hast dich, wie gesagt, heute wieder dem Abend, dem Markt, der Herausforderung gestellt. Da, wie gesagt, Tribut seid ihr gezollt und vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das wissen auch die Teilnehmer zu schätzen. Danke auch Nico für das positive Feedback. Bernd, Jens, Michael, Peter. Also wirklich vielen, vielen Dank. Auch hier Markus hat heute auch 75 Öcken kassiert. Hofknick an der Sache, wunderbar. Also wie gesagt, Andreas, ich kann mich da wirklich nur bedanken. Ich war sozusagen ja hier nur ein Stück weit Moderator, habe dich sozusagen begleitet und es war mir auf jeden Fall wieder eine Freude. Und ich hoffe, wie gesagt, euch, liebe Teilnehmer, hat es auch gefallen. Wenn wir noch ein Gimmick für euch kreieren, also der Andreas und ich, dann werden wir euch das in der E-Mail wissen lassen. Die gibt es wahrscheinlich, weil ich auch morgen unterwegs sein werde. Am Freitag oder spätestens am Montag kommt der Mailer, wie gesagt, raus. Da könnt ihr das Webinar nochmal auf euch wirken lassen und nochmal nachvollziehen, wie der Andreas vorgegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon wieder auf den nächsten Monat, auf den nächsten Event. Und es ist wirklich wieder immer, immer wieder klasse, Andreas, wie du den Markt so einfängst, an Situationen long gehst, wo ich teilweise noch nicht mal dran denke,
heute es gewagt hast und auch wieder belohnt wurdest, Mut zum Risiko. Und genau das bedeutet ja auch Trading. Man muss ja auch gewisse Dinge wagen, und eben auch frühzeitig am Start sein und nicht erst das nächste hochkaufen, sondern eben auch schon den Chart lesen und hier zwischendrin sozusagen die Bodenbildung identifizieren und dann eben attackieren. Andreas, ich überlasse dir noch ein paar Sätze zum Schluss, wenn du magst. Und dann würde ich, sage ich mal, auch das Webinar langsam ausschalten. Es ist jetzt schon später Abend. Deine Döner warten, die hast du wahrscheinlich jetzt schon vorbestellt, sodass du Freude. dir dann schön den Bauch vollschlagen darfst. Also insofern, wenn du noch ein Statement hast, Andreas, hau's jetzt raus, dann würde ich nämlich danach so langsam aber sicher das Ende finden. Ja, heute gilt mein Dank vor allem der Pharmaindustrie und Ratiopharm, die mich dazu befähigt haben, heute Abend hier ohne Hustenanfall durchzuhalten. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere hier mir vielleicht auf den sozialen Medien unter Bernecker 1977 folgt, kostenfrei, damit man einfach in Kontakt bleibt, damit man nicht alleine vor dem Rechner sitzt, damit man sich Inspirationen holt und in Austausch kommt. Und vielleicht trifft man sich ja auch einmal persönlich auf der World of Trading oder einem anderen Event. Würde mich sehr freuen. Insofern ist das nächste Treffen und auch die nächste FED-Sitzung schon gebucht, würde ich sagen, mein lieber Chris. Auf jeden Fall sehen wir uns bei den Events an der Stelle. Vielleicht, wenn ihr Interesse habt an einem Live-Event mit JFD, gern nochmal an so unseren Support, gern nochmal an unseren Support schreiben. Wir planen da nämlich durchaus einiges in 2020, sozusagen JFD on Tour. Da, wie gesagt, wenn Interesse eurerseits besteht, das übrigens dann auch kombiniert mit wirklich coolen Events, die auch über das Trading hinausgehen. Da werdet ihr auch sicherlich den Andreas treffen können, wenn das konkret wird. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall für das tolle Feedback an der Stelle. Andreas, dir wird hier auch wirklich der Dank geschuldet. Vielen Dank. Die Pharmaindustrie, ja, hat hier sicherlich geholfen und deswegen freue ich mich auf das, was da kommt. Wir werden deinen Link Bernecker auch gerne in die E-Mail einbauen, Andreas, sodass du da auch wirklich nochmal bei dem einen oder anderen Teilnehmer da sozusagen wiederkehrst, sodass der dich auch gerne nochmal kontaktieren kann, wenn er Fragen hat. Du hast ja auch Coaching-Angebote und dergleichen. Und insofern hoffe ich, ihr habt einen Einblick erhalten, wie der Andreas vorgeht. Wie gesagt, ich will es gar nicht lang machen. Ich sage danke fürs Dabeisein, wünsche euch allen, insbesondere dir, Andreas, mit Döner und Tee, einen schönen Abendausklang. Und insofern, Horido, fette Beute, lasst es euch gut gehen und prüft, mit wem ihr handelt. Und hier hoffe ich heute mit JFD, mit dem Andreas, euch einen schönen Abend gegeben zu haben und an der Stelle eben auch jetzt dann so langsam aber das Ganze zum Finale läuft. Deswegen lasst es euch gut gehen. Auf bald. Andreas, nochmals vielen, vielen Dank und in dem Sinne abschalten. Bis dahin, beste Grüße. Ciao.